Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Die anarchistische Gruppe Neukölln, kurz AGN, und die anarchosyndikalistische Jugend, kurz ASJ, Berlin, organisierten im Juli eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit. Ihr hört nun zunächst die Ankündigung der zweiten Veranstaltung, bei der die Thesen von Karl Marx und Friedrich Engels auf den Prüfstand kamen und die am 18. Juli in der Lunte stattfand. Und anschließend den etwa eineinhalbstündigen Mitschnitt der Veranstaltung. Die Thesen von Karl Marx und Friedrich Engels auf dem Prüfstand. Arbeit. Ein Thema, das unser aller Leben prägt. Entweder müssen wir zu viel oder zu wenig davon verrichten und irgendwie hat jeder Meinungen dazu. Welche der bekanntesten und stärksten dieser Meinungen und Thesen stammen von Karl Marx und Friedrich Engels? Diese werden in diesem Vortrag unter die Lupe genommen und aus Sicht des frühen 21. Jahrhunderts geprüft. Was ist entfremdete Arbeit? Was ist die Reservearmee der Arbeitssuchenden? Geht uns wirklich die Arbeit aus? Ist Arbeit tatsächlich das, was den Menschen zum Menschen macht? Und was würden diese letzten zwei Thesen miteinander verglichen bedeuten? Hören wir im Kapitalismus auf, Menschen zu sein? Und wenn ja, ist das gut oder schlecht? Welche Konsequenzen können wir aus den Analysen und Thesen dieser Autoren ziehen? In welcher Situation stecken wir heute und wie können Auswege aus dieser aussehen? Ja, genau. Also es war eine Magisterarbeit in der Philosophie. Das heißt, ihr werdet immer irgendwelche Köpfe sehen von sogenannten Philosophen und Denkern und so weiter und so fort. Und das bedeutet, also was ist ein Denker? Für mich sind es keine Menschen, die irgendwas sagen, was nicht sowieso schon in der Gesellschaft irgendwo vorhanden war. Sondern das ist immer was schon irgendwie im Zeitgeist präsent ist und das dann Leute halt irgendwie aufschnappen und Begründungen dafür finden. Ich denke, das läuft so ähnlich, wie auch wir Menschen allgemein funktionieren. Ich glaube nicht, dass wir Meinungen aufgrund guter Argumente haben, sondern wir bilden uns die Argumente aufgrund von Meinungen, die wir sowieso schon haben. Und ich glaube, so ähnlich läuft es mit den Philosophen auch. Das heißt, da gibt es halt eine Grundstimmung, die halt in gewisser Weise im Zeitgeist ist, verschiedene Strömungen, nicht immer nur eine. Und auf dieser Grundlage, die die besten Argumente finden, sind die man dann auch zitiert. Und genau, das ist die Philosophie des Abendlandes, also westliche, europäische Philosophie. Also gerade bei dem Thema Marx und Engels, klar, ich meine, die haben darauf aufgebaut. Selbstverständlich haben sich Arbeitsethiken auch an anderen Orten entwickelt, nicht in vielen. Aber erstens ist es gut, das ist der europäische Arbeitsethos, der sich weitestgehend verbreitet hat weltweit. Aber vor allem ist es halt auch so, das sind andere spannende Themen. Also es ist, ostasiatische Arbeitsethik ist mindestens genauso eine eigene Magisterarbeit oder eine Doktorarbeit und das ist keine qualitative Auswahl, sondern also das ist nicht, dass das eine interessanter ist als das andere, sondern einfach das war jetzt das Thema der Arbeit, der Magisterarbeit und vielleicht auch einfach, weil ich selbst aus Europa komme und mich da schon besser auskannte. Also es ist einfach sicherlich auch irgendwie willkürlich und Konfuzius und Marx. Gibt es spannende Abhandlungen dazu, sind unheimlich ähnlich zu lesen. Auch Konfuzius hatte eine Arbeitsethik, auch Konfuzius hatte eine Gesellschaft ohne Privatbesitz angestrebt und jedem soll alles gehören. Da kann man sehr viele Parallelen lesen zu Marx. Das ist super spannend und ist vielleicht auch gar kein Zufall, dass sich der Marxismus auch in Ostasien so ausgebreitet hat. Aber so viel jetzt zur Vorgeschichte. Ihr könnt mir gerne Verständnisfragen stellen, am besten immer gegen Ende einer Folie, dann ist so ein Bedeutungszusammenhang abgeschlossen, weitestgehend. Diskussionsbeiträge am besten danach, weil sonst dass die den Vortrag sprengen könnte. Zur Gliederung, am Anfang
Die ersten zwei Punkte, die da stehen, werden den Leuten von letzter Woche bekannt vorkommen. Ich werde ganz kurz einführen, wie sich das entwickelt hat, werde das aber wirklich knapp machen heute. Und dann der große Teil ist der dritte. Und also die großen Thesen von Marx und Engels. Dann gehen wir ein bisschen, also das sind unterschiedliche Thesen, die unterschiedlich geprüft werden. Manche kann man einfach ökonomisch und aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Wirtschaft prüfen. Da haben wir einfach den Vorsprung der Zeit. Da wissen wir jetzt einfach, ob sich das so entwickelt hat oder nicht. Und es gibt auch mindestens eine philosophische These, die so nicht zu prüfen ist. Auf die kommen wir auch noch. Da werden wir ein ganz kleines bisschen auf die Arbeitsphilosophie nach Marx und Engels eingehen, weil da geht es um eine Arbeitsanthropologie, die Engels versucht hat zu entwerfen. Das ist dann also der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt ist dann die aktuelle Situation. Also das, was ich schon gesagt habe, das Ökonomische, wo wir halt auch einfach keine große Philosophie brauchen, um zu gucken, ob das stimmt oder nicht, sondern einfach ja, die wirtschaftliche Entwicklung angucken. Und das heißt, Punkt 3 und 5, Thesen von Marx und Engels und die aktuelle Situation, das ist so der Hauptteil dieses Vortrags und am Schluss versuchen wir noch ein bisschen was Positives und was Schönes zu finden. Wie gesagt, also ich würde sagen, ungefähr ein Drittel oder vielleicht ein Viertel wird so quantitativ schon letzte Woche gehört worden sein für manche von euch. Das ist halt schwierig, wenn das so unterschiedliche Leute sind und auch das kennen manche schon. Weil ich eröffne und frage euch, was ist Arbeit überhaupt? Und ich mache nicht weiter, wenn es keine Antwort gibt. Ihr könnt das Bild... Ja, gerne. Also ich denke, das ist ein sehr schwammiger Begriff. Also es gibt kulturelle Einstellungen zur Arbeit, es gibt philosophische Einstellungen zur Arbeit, es gibt nochmal eine sehr persönliche Einstellung zur Arbeit. Es gibt, ist ja weit verbreitet, diese, man sagt ja, die Deutschen leben, um zu arbeiten, die anderen arbeiten, um zu leben. Also da sieht man das da schon, also dass sich darin ein sehr kultureller Unterschied halt irgendwie bemerkbar macht, der da so festgestellt wird. Ja, man kann Arbeit als Lebensziel sehen und darin völlig aufgeben. Oder man sieht es halt als Job, um halt seinen Broterwerb irgendwie zu bezahlen und sieht halt das Leben sich woanders abspielen. Also das ist sehr schwammig. Beantwortet das die Frage, was Arbeit ist, wenn man sagt, das ist das, was man zum Leben braucht, das ist ja Essen und Atmen auch. Oder etwas, was man nicht zum Leben braucht, ist Arbeit. Wir sind in einer Welt, wo das halt daran bedingt ist. Aber was ist eine Arbeit? Ein schwammiger Begriff. Okay, sagen wir mal erstmal, wenn man alles wegnimmt, dann ist es eine Leistung, die man erbringt. Mhm. Also das muss nicht gegen Geld sein, das kann halt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Kommune arbeite, dann will ich ja keinen Gegenwert als Geld nicht, sondern es ist mein Beitrag, den ich leiste. Also Leistung. Okay. Ja? Ist mir egal, wer zuerst redet. Ich unterscheide für mich persönlich immer zwischen Lohnarbeit und Arbeit als Begriff. Und wenn ich nur den Begriff Arbeit nehme, dann ist für mich eigentlich alles Arbeit. Also Scheißen ist Arbeit, Atmen ist Arbeit, das ganze Leben. Weil ich tue ja immer irgendwas und ich kriege keinen Lohn dafür. Und dann gibt es wieder die Lohnarbeit und das ist für mich eben, ja, das, was der Begriff Lohnarbeit bezeichnet, das sind für mich zwei ganz verschiedene Sachen. Darf ich das dazu sagen? Ich glaube, sie wollte zuerst was sagen. Und dann ja, wenn du so von dieser Lohn, also von Lohnarbeit redest, dann muss ich auch daran denken, dass man Arbeit im Alltag für viele Dinge gebraucht, um eine verschiedene Tätigkeiten zu bezeichnen. Und ich denke mal, also dass Menschen schon also immer Tätigkeiten hatten, dass man von Arbeit spricht, wenn das immer in einem in einer bestimmten Weise kulturell gefasst wird und auch sozialökonomisch eine Rolle spielt und arbeitet. Du hast, glaube ich, zuerst gemeldet, dann du. Genau, um nur ganz kurz darauf einzugehen. Also ich denke, was Arbeit von anderen Tätigkeiten unterscheidet, ist, egal welche Arbeit, das immer auf so ein Produkt hingerichtet ist. Also wenn ein Kunstwerk ist ja irgendwo auch eine Arbeit,
weil letztendlich dieses Bild als Produkt rauskommt. Also wenn man jetzt mal alles Ideologische rausnimmt und sowas, dann ist es wirklich die Abgrenzung zu anderen Tätigkeiten, es läuft auf ein Produkt hinaus. Bei Dienstleistungen läuft das ja nicht unbedingt auf ein Produkt hinaus. Es ist ein, vielleicht kein haptisches Produkt, aber es ist ein Produkt, was du anbietest. Du in der Reihenfolge bisher, wenn ich keine Meldung mehr sehen habe. Jetzt? Und wer ist dann jetzt dran, wenn ich... Ja, also so im Alltagsbewusstseinsverwendung wird es halt sehr häufig auch so als eine Tätigkeit gesehen, die man irgendwie tun muss, die eine Notwendigkeit hat, ob es jetzt, also dann zumindest eine gefühlte Notwendigkeit, dass es ist, um irgendwie Geld zu verdienen oder ob es jetzt ist und irgendwie, keine Ahnung, das kann dann auch die Wohnung streichen, was weiß ich, also irgendwas, was halt nicht direkt nur in dem Sinne Spaß macht, sondern halt irgendwie eine gefühlte Notwendigkeit für einen selber besitzt, dass man es deswegen macht. So, also, das ist jetzt keine philosophische Begründung, sondern so, wie es halt häufig irgendwie im Alltagsgebrauch ist. So, ich mache Arbeit, wenn es irgendwie mir nicht unbedingt Spaß macht. Ja. Ich denke, man kann halt irgendwie zwischen zwei verschiedenen Arten von Arbeit unterscheiden. Einmal quasi die physikalische Arbeit, also deswegen gibt es ja auch einen Teil, warum wird Arbeit verrichtet, wenn man irgendwie von Energie spricht, wenn man von bestimmten Beiträgen von Energieumwandlung spricht. Und dann gibt es halt quasi die menschliche, die ökonomische Arbeit im Sinne von Produktion bzw. Dienstleistung heutzutage. Und der Unterschied ist halt, dass die menschliche Arbeit eben eine ist, die ausgebeutet werden kann. Und letztendlich, ich glaube, Marx hat das mal so bezeichnet, Arbeit ist der Prozess von Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur. Also Menschen können durch Arbeit produktiv die Natur verändern und Dinge erschaffen, die dann halt im Kapitalismus nicht für die Bedürfnisse direkt, sondern halt für den Markt und den Tausch und Handel geschaffen werden. Dann wirst du jetzt dran. Ich finde es generell noch wichtig, auch wenn es trotzdem noch ein schwammiger Begriff hat, bleibt, zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit zu unterscheiden und noch so Sachen wie Care-Arbeit oder soziale Reproduktion mit einzubeziehen, was definitiv auch Arbeit ist, aber halt nicht entlohnt wird. Ja, also da waren schon viele Sachen drin und ich glaube, dann können wir den Vortrag jetzt auch schon abschließen. Also gerade den Stoffwechsel und so, ich danke euch, ihr könnt zum gemütlichen Teil übergehen. Nee, ja, also es war auf jeden Fall schon viel drin. Also Arbeit ist auch immer eine Tätigkeit und was genau man unter Arbeit versteht, ist so unglaublich speziell kulturell bedingt. Ob das wirklich an eine Leistung gekoppelt ist, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil wir haben ja gerade dieses Phänomen, dass Leute einfach für ihre Arbeitszeit immer mehr bezahlt werden und dass die Tätigkeit, die sie dann tun, austauschbar ist. Also Arbeit und Produktion, das ist aber dann aber eher ein Thema für nächste Woche. Da geht es auch ganz viel um Hannah Arendt beispielsweise. Ob das dasselbe ist, ist nämlich gar nicht so klar. Und ob vielleicht in einer Arbeitsgesellschaft die Produktion, die Form der Arbeit annimmt, dass man einfach irgendwie hingeht und irgendwas tut. Und wenn die Maschinen, die man eigentlich bedient, kaputt sind, dann fickt man halt den Boden und ist trotzdem da und wird dafür bezahlt. Oder also so relativ austauschbar, oder es gab ja auch gerade in den Sowjetstaaten gab es ja auch einfach Scheinarbeit. Da diese Arbeitsbeschaffungsjobs, wo man halt einfach irgendwas gemacht hat und trotzdem dafür bezahlt wurde und irgendwelche Scheinfirmen, die gar nichts wirklich produziert haben. Und dann ist auch noch die Frage, was ist der Unterschied zwischen Arbeit und Hobby? Und auch mit einem Hobby kann man vielleicht was produzieren. Man kann sich im Schrebergarten seine Tomaten ziehen oder irgendwas basteln, was vielleicht ganz tolle Täschlein oder sonst was ist. Auch wenn man da
sich vielleicht gar keinen Unterhalt von verdient und so. Also es ist ein unheimlich komplexes Thema, und was halt Arbeit ist und was nicht, ist außerhalb unserer Gesellschaft wahrscheinlich gar nicht zu kapieren. Und wenn da jetzt irgendwelche Leute vom Mars hier landen würden und wir würden denen die Arbeit erklären, dann würden die das wahrscheinlich erst verstehen, wenn sie mehrere Jahre hier leben würden und sich unsere Gesellschaft angeguckt hätten. Weil sonst ergibt es eigentlich keinen Sinn. Also wir benutzen ja den Begriff Arbeit auch für Sachen, für normale Tätigkeiten, wenn sie dann plötzlich anstrengend werden. Also, oh, das war jetzt mal richtige Arbeit oder so. Und, wenn plötzlich Hobbys keine Hobbys mehr sind und so. Also es ist ein unglaublich breiter Begriff, und deshalb eröffne ich gerne jeden Vortrag mit dieser Frage, weil das halt auch so ein bisschen auch dekonstruiert. Jetzt, genau, die vom letzten Mal, die werden sich jetzt ein bisschen langweilen oder ein kleines Déjà-vu erleben. Arbeit wurde auf jeden Fall mal völlig anders aufgefasst als das, was wir heute darunter verstehen. Das links ist der Aristoteles, das rechts ist eine Bibelszene, Vertreibung aus dem Paradies, steht jetzt repräsentativ, das eine für Antike, das andere für Mittelalter. Laut Aristoteles war das Leben geteilt in Arbeit und Muße, und Arbeit war eigentlich nur Mittel zum Zweck, um Muße zu haben. Also man hat halt mal gearbeitet, damit man sich später zurücklehnen konnte. Man hat irgendwie Äpfel gepflückt, Getreide angebaut, um dann das halt später zu haben und dann halt später nicht mehr dem Essen hinterher zu rennen. Und also Arbeit war einem höheren Zweck untergeordnet, und dieser höhere Zweck war die Muße. Selbstverständlich war das auch eine Sklavengesellschaft, und gearbeitet haben andere. Also zumindest so im großen Stil. Und doch sicherlich war Aristoteles kein Sklave. Dann Vertreibung aus dem Paradies. Diese Szene habe ich gewählt, weil Arbeit im Mittelalter auch immer noch, also im katholisch geprägten Mittelalter, als Erbsünde gesehen wurde. Also das ist die Bestrafung, die man dafür hat, dass die Menschen die Frucht der Erkenntnis aßen, so, und jetzt müsst ihr halt arbeiten vorher, ist halt alles von selbst gewachsen. Und da gibt es noch ein paar andere Bibelzitate, die in die Richtung gehen, aber das ist ein anderer Vortrag. Und dann hat sich der Begriff gewandelt, und auch das kommt vielen bekannt vor. Es kam da so insgesamt so auf drei Punkte, die da für zentral waren, damit es sich überhaupt so wandeln konnte zu dem, was wir heute haben. Arbeit als zentraler Faktor in der Gesellschaft. Und ich sage nicht, dass sie exklusiv sind und dass sich das daran erschöpft. Das sind einfach die ich jetzt halt rausgearbeitet habe. Und es könnte noch x-beliebig viele geben. Und ich bin da auch Anregungen gegenüber offen. Arbeit und Eigentum, das hat sich halt so in der Neuzeit konkret entwickelt. Ganz kurz, so der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz, das ist so, ist manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil sich das heute bei uns immer mehr gemischt hat, aber das sind durchaus klassisch unterschiedliche Begriffe, unterschiedliche Faktoren. Bürgerliche Kategorien, Besitz ist was, ich habe was in der Hand und das benutze ich. Das, was man also verwendet, verarbeitet, wie auch immer, das ist der Besitz, und Eigentum ist im Grunde ein Rechtsstatus. Und allein nur durch die Erfindung des Eigentums ist es möglich, dass dir etwas gehört, was du gerade nicht hast, oder dass jemand was nutzt, was jemand anderem gehört. Das ist zum Beispiel möglicherweise entstanden durch Grundbesitz beispielsweise. Also Grundeigentum ist ja dann der richtige Begriff. Also zum Beispiel, wir vermischen es heute, wie gesagt, aber ursprünglich ist es so, wenn jemand ein Haus mietet und dann lebt er da drin, dann ist er der Besitzer, aber der, an den er die Miete zahlt, ist der Eigentümer. Also das ist ein Rechtsverhältnis, und das muss sich erstmal auch eine Struktur aufbauen, um dieses Rechtsverhältnis zu schützen. Und auch erst damit kann dann halt irgendwie der moderne Staat, also es gab schon vorher Staatsstrukturen, es gab auch vorher schon Eigentumsstrukturen, auch bei den Römern gab es schon Mietshäuser und so weiter und so fort. Aber so
so im 17. und 18. Jahrhundert hat sich das dann schrittweise geändert und hat eine größere zentrale Bedeutung bekommen. Und dann kam der Nationalstaat auf und dann kam auch die Idee der Polizei auf, der auch meines Erachtens als Hauptaufgabe hat, erstmal diese Eigentumsverhältnisse zu schützen und dann noch ein paar andere Sekundäraufgaben bekommen. Das sind alles Sachen, die hören sich auch schon sehr stark nach Marx an, sind aber nicht von Marx und Engels so erfunden worden in dieser These. Also der links ist John Locke, das war noch einer, den hätte Marx nicht groß zitiert und toll gefunden. Aber der hat halt versucht, über Eigentum halt ganz viel hat Eigentum über Arbeit so ein bisschen aufgewertet und Arbeit über Eigentum. Also der hat halt da groß die Verbindung noch relativ offen gefällt, aber halt aus konservativer Sicht, oder heute würden wir sagen konservativ, damals war es vielleicht, also in so einer Freiheit, also die bürgerliche Bewegung hatte ja durchaus auch freiheitliche Elemente damals. Also plötzlich der Gedanke, dass man durch Fleiß und Arbeit zu Wohlstand kommen kann und nicht einfach nur aufgrund von Geburt, wie beim Adel, hatte ja schon auch ein bisschen was Revolutionäres. In gewisser Weise, wenn man sich die Jahrhunderte vorher angeguckt hat oder die Jahrtausende. Und es gab ja auch damals auch noch Sklavenherrschaft, das vergisst man auch immer, auch in Europa. Der in der Mitte ist das Hegel. Der hat sich ganz intensiv damit auseinandergesetzt und hat im Grunde auch die Argumentation, die ich so gebracht habe, wesentlich entwickelt. Für den hat sich Arbeit und Eigentum in der Tauschbeziehung entwickelt und für ihn, das ist ganz zentral, um auch Marx später zu verstehen, für ihn ist es so, dass der Arbeitende in einem Dilemma ist, weil wenn er mehr wenn er weniger arbeitet, verliert er seinen Job, und wenn er mehr arbeitet, verliert seine Arbeit an Wert. Ich finde, in diesen Aussagen steckt schon fast der gesamte Marx. Nur, dass Marx und Engels es halt noch viel mehr mit Detail gefüllt haben und was es heißt, die Arbeit verliert an Wert, das werden wir gleich noch konkreter ausführen. Prinzipiell, also diese moderne Arbeit funktioniert ohne Eigentum nicht, aus dem Grund, du gehst an einen öffentlichen Ort, verarbeitest irgendwas, was zu keinem Zeitpunkt der Verarbeitung dir gehört. Über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg, was, und man hat zu Hause was produziert und hat es an andere Leute weitergegeben, entweder durch Tauschhandel oder Geschenk oder wie auch immer. Aber bis dahin war es dein, sondern übergeben, und wer es halt genutzt hat, den hast du mehr oder weniger gehört. Und diese moderne Arbeit, dass halt Leute was verarbeiten, das denen nicht gehört und jemand anderes gehört, auch wenn er das vielleicht gar nicht verarbeiten kann. Dazu brauchst du dieses Rechtsverhältnis des Eigentums. Unser moderner Arbeitsbegriff ist ohne Eigentum gar nicht zu verstehen. Und der Rechts, das war dann, das sind wir dann ganz kurz vor Marx schon, oder beide, auch mal Hegel, Rechts, Pierre-Joseph Proudhon, der hat sich ganz viel damit auch auseinandergesetzt, und für den hat den Eigentum eigentlich der ganze Kack eigentlich erst begonnen, und hat auch nichts Neues gesagt außer Hegel, aber der hat es halt auf die Spitze getrieben und hat gesagt, im Grunde ist Eigentum Diebstahl. Dann noch Protestantismus. Das ist für mich der zweite Punkt, bei dem sich das so ein bisschen umgedeutet hat. Sieht schon so das eine, also es ist immer so ein bisschen die Frage, so die Idealismus-Materialismus-Frage schwimmt bei Marx und Engels auch immer so ein bisschen mit, also bestimmtes Sein, das Bewusstsein oder das Bewusstsein, das Sein. Da werden wir so ein bisschen, oder inwieweit gibt es da Wechselwirkungen? Marx war da jetzt so ein bisschen einer, der sich da ganz klar positioniert hat, und das ist, wenn wir so ein bisschen später auf den Grund gehen und gucken, ob man das so klar einordnen kann. Jedenfalls gibt es Grund zur Annahme, wurde aber erst nach Marx so klar analysiert durch Max Weber und Ernst Troeltsch, gibt Grund zur Annahme, dass auch so ein Gedankenkonstrukt wie zum Beispiel der Protestantismus, der ja auch irgendwie in einer gewissen Situation natürlich auch entstanden ist, aber dass sowas auch Einfluss auf Denkweise und auf unser Wirtschaftssystem haben kann. Nämlich der Protestantismus hat Arbeit als hohen Lebenszweck entworfen, und auch die haben sich wieder auf die Bibel berufen, nur halt auf andere Passagen. Deshalb habe ich den da links reingenommen, das ist der Apostel Paulus.
in dem kommt diese Passage, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und ja, und dann gibt es halt diesen Begriff der Berufung in protestantisch geprägten Ländern. Der Beruf kommt von Berufung, also abgegrenzt von Jobben oder normal einfach nur normales Arbeiten, sondern der Beruf ist etwas, das machst du dein Leben lang. Das ist was, was von Gott quasi auferlegt ist, und da war Luther ganz stark auch so ein bisschen vorreitend. Und diese anderen beiden, die ich dann noch habe, Baxter, der zweite von rechts, und Calvin, die haben dann auch schrittweise auch den Eigentumsgedanken bzw. Reichtum anhäufen, so schrittweise so auch akzeptiert und so ein bisschen mit eingeführt. Bei Luther war das noch so ein bisschen so, Reichtum anhäufen ist gottloses Verhalten. Bei Baxter war es dann so, naja, wer will denn schon arm sein? Reich sein ist völlig okay, solange man es halt nicht genießt. Das macht einem dann im Grunde so, das regt einen zum Müßiggang an, wenn man halt plötzlich viel Geld hat. Man soll halt weiterarbeiten, egal wie viel man hat. Und bei Calvin war es dann halt auch noch so ein bisschen, ja, so plötzlich kann man auch durchaus Zinsen nehmen und das Geld selbst reich sein lassen. Außerdem ist Prunk und Protz auch bei der Kirche gar nicht so schlecht, weil wenn die Kirche reich ist, weil das hilft dem Ruf. Außerdem ist es auch nicht schlecht, wenn die Bevölkerung arm ist, weil dann glaubt sie mehr. So, also so hat sich das schrittweise, und die waren auch chronologisch innerhalb kurzer Zeit, aber so in der Reihenfolge, also Luther und Baxter, Calvin, hat sich das so schrittweise halt aufgebaut und gesteigert. Und ja, und dann die Familie. Ja, ein wunderschönes Agenturbild. Ich muss natürlich nicht sagen, dass es keine Familie ist, sondern dass es vier unabhängig voneinander angeheuerte Models wahrscheinlich sind. Aber trotzdem, so stellt man sich da auch heute noch vor. Das ist dann halt die Kleinfamilie. Als dieser Arbeitsbegriff sich so entwickelt hat, waren die Familien im Schnitt vielleicht auch noch ein bisschen größer, aber haben sich auch langsam in die Kleinfamilien entwickelt. Dieser Arbeitsbegriff heute, der funktioniert ohne Familie auch relativ schwierig, beziehungsweise es ist relativ schwierig, vollkommen arbeitsfähig zu sein ohne Familie. Und je mehr die Familie auch nicht mehr so die zentrale Form des Zusammenlebens ist, oder je mehr das halt bröckelt und die Leute sich andere Lebensweisen suchen, desto mehr muss der Staat auch diese Aufgaben, die früher die Familie hatte, übernehmen. Dazu gehört psychologische Betreuung, wenn es einem in der Arbeit scheiße geht. Dazu gehört Kinderbetreuung, dazu gehört irgendwie, oder die Wirtschaft übernimmt ja auch Aufgaben mit irgendwie Fertigessen, dann muss man abends nicht mehr was kochen oder so, oder die Frau in klassischen Rolle. Und es ist auch nach wie vor immer noch leichter, irgendwie so eine ätzende 40-Stunden-Woche zu durchstehen, wenn man jemanden zu Hause hat, der dann halt die Wohnung schon geputzt hat, Essen zubereitet hat und Oder auch in der Großfamilie, das sind dann nicht, also es gibt ja nicht nur Aufgaben der Frau in der Familie, sondern auch von anderen, also irgendwie in der Großfamilie übernehmen die Kinder und andere Leute ja auch noch Aufgaben wie Altersvorsorge und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, so, die übernimmt heute der Staat oder die Wirtschaft, aber es ist immer noch auch noch einfacher, wenn es eine Familie gibt, und dass das Staat übernimmt, trifft auch nur auf europäische Staaten zu, fast überall sonst auf der Welt. Oder nicht nur europäische Staaten, aber in über der Hälfte der Staaten auf diesem Planeten gibt es kaum ein Sozialsystem in dieser Form, und da ist die Familie auch immer noch die klassische Form des Zusammenlebens. Also auch irgendwie Liebesehe kommt ja auch erst daraus, dass diese Wirtschaftsehe, die wie immer Norm war, dieses Zweckverhältnis halt einfach nicht mehr so notwendig geworden ist. Aber trotzdem glaube ich, dass halt unser Arbeitsbegriff auch ohne die Rolle der Familie zu dem Zeitpunkt, als dieser Arbeitsbegriff entstanden ist, den wir heute auch noch verwenden, kaum zu verstehen ist. So, und ja, das war noch ein Frühsozialist. Dann haben wir aber fast den ganzen Vortrag von letzter Woche zusammengefasst. Das ist Claude-Henri de Saint-Simon. Den fand Marx ziemlich geil. Der
Für den war es wichtig, dass die Müßiggänger daran gehindert werden, die Ruhe der Arbeitenden zu stören. Der meinte halt mit den Müßiggängern vor allem den Adel. Für den waren auch Arbeiter und Unternehmer dieselbe Klasse. Adel war noch eine Klasse und die Geistlichen, ne? Und aber Adel sollte halt aufhören, Macht zu haben. Also es war halt so kurz nach der Französischen Revolution. Und für ihn, was in der Schule soll man so darauf ausgebildet werden, entweder also seine Form der Arbeit zu finden, entweder Kopfarbeit oder handwerkliche Arbeit, das soll die Schule halt erkennen. Und es ist auch völlig klar, dass die Leute, die handwerkliche Arbeit machen, den Leuten die Kopfarbeit machen, was dann heute die Unternehmer wären, also das Erstere Letzteren untergeordnet wären. Und so soll man dann über ganz viel Arbeit darüber, dass die Politik soll sich halt darum kümmern, dass die Leute möglichst viel zu arbeiten haben, und dann kommt man auch einem Sozialismus nahe, und dieser Sozialismus war für ihn, dass die Arbeiter sonntags ihre Suppenhuhn auf dem Tisch haben. Ja, in dem Sinne leben wir ja voll im Sozialismus. Und ist das so absurd? Tatsächlich, meiner Meinung nach, ist es das, was wir heute haben. Also Soziales, was Arbeit schafft, ist etwas, was viele Leute auch heute noch so ein bisschen als Sozialpolitik sehen. Damit kann man gewählt werden, wie man hier in diesem CDU-Plakat sieht. CDU ist ja jetzt nicht unbedingt die Partei mit den wenigsten Stimmen. Dann haben wir halt, unser Schulsystem ist so ausgerichtet, dass das wirklich halt erkannt wird, so die werden im Alter von 10 Jahren selektiert in Hauptschule, Handarbeit, Nähen, Sticken, Schweißen, Hämmern und so weiter und so fort. Irgendwie Realschule, die sollen irgendwelche Lehren machen, und Gymnasium, die sollen halt studieren, also so wie er es sich ungefähr vorgestellt hat. Also meiner Meinung nach vertrat dieser Claude-Henri de Saint-Simon eine Sozialismusvorstellung, wie wir so heute im Kapitalismus im Wesentlichen haben. Auch der Adel hat heute verhältnismäßig wenig Macht im Sinne von Adel. Also er hat die bürgerlich mehr oder weniger gleichen Rechte. Selbstverständlich sind die meisten adligen Leute heute reicher als die meisten, als der Durchschnitt der Nichtadligen. Aber das oft auch, weil sie dann halt irgendwelche Gewerbe übernommen haben oder weil sie halt kapitalistische Macht übernommen haben. Trotzdem aber nicht mehr, weil sie Adel sind. Also, dass da irgendwie vorne und zu im Titel steht, scheint manche Leute zu beeinflussen, aber rein theoretisch hat er dadurch nicht mehr Rechte. Also. Ja, und jetzt kommen wir zum Hauptkern. Diese zwei jungen Herren, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Kennt ihr die? Nein. Nee, beide nicht? Die sahen nach der Pubertät dann so aus. Nein, nochmal, so aus. Ja, also Karl Marx und Friedrich Engels. Für die erstmal, da hat mir mein Co-Referent hier eben schon ganz viel vorweggenommen. Also für die war Arbeit eine Art von Stoffwechsel mit der Natur. Also das heißt, es wurde was von der Natur verarbeitet, und auch Arbeit und Konsum sind sehr eng miteinander verwoben. Also so beides dieselbe Seite, unterschiedliche Seiten der Stoffwechselmedaille. Und Arbeit hat zweierlei, also der Vortrag läuft jetzt gerade ohne Notizen. vielleicht holper ich dann mal, aber ich weiß ja trotzdem alles, was ich sage. Vielleicht verliere ich manchmal den Faden und komme dann manchmal nochmal zu B nach C. Sieht mir das nach, aber prinzipiell ist es so, je mehr wir arbeiten, desto mehr Reichtum häuft der Unternehmer an, und das heißt,
gesellschaftlich gesehen über Dauer hinweg verliert die Arbeiterklasse an Reichtum, also vielleicht an Wohlstand. Im einzelnen Fall häuft das sich das vielleicht an, aber auf Dauer hinweg wird immer der Unternehmer immer reicher und die Unternehmerklasse. Und das ist ein Prozess, der sich immer mehr steigert. Also da wird das mit Inhalt gefüllt, was Hegel schon gesagt hat. Wenn jemand mehr arbeitet, wird verliert die Arbeit an Wert. Und das entfremdet sich auch immer mehr. Also die Entfremdung ist zweierlei. Das Produkt entfremdet sich, weil sich der Arbeiter immer weniger das Produkt leisten kann, das er selbst herstellt. Das kann er sich natürlich irgendwann zurückkaufen von seinem Lohn, aber trotzdem kann er sich das tendenziell immer weniger leisten. Und auf der anderen Seite entfremdet sich dann auch die Arbeit, weil gerade in so einer klassischen Fabrikarbeit macht ja kaum niemand, stellt mir irgendwie ein Produkt ganz selbst her, sondern auch man macht nur noch irgendwelche Teilaspekte. Also irgendwie klassisch Fließband, man dreht halt irgendwie eine Schraube und so weiter. Und auch die Ware, die dreht dann, die Waren werden ja erstmal separat voneinander hergestellt und treten dann auf dem Markt einander gegenüber und dadurch in Erscheinung. Und durch diesen getrennten Charakter der Herstellung und auf der einen Seite und des Handels auf der anderen Seite und so einem merkwürdigen Wertaspekt, der so schwer zu greifen ist und über den Gebrauchswert hinausgeht, entsteht das, was Marx als Warenfetisch bezeichnet. Das heißt, das, was für uns total trivial ist, also irgendwie ein Nike-Pulli ist mehr wert als irgendwie irgendein anderer Pulli. Aber die haben denselben Gebrauchswert, die halten warm. Aber plötzlich kommt da noch irgendwie hinzu, der eine gilt dann plötzlich durch irgendeinen mystischen gesellschaftlichen Aspekt irgendwie als schicker oder besser in gewissen Kreisen. Und in anderen Kreisen, bei uns ist es dann halt mehr Carhartt, aber wir haben ja genau denselben Fetisch-Kack genauso angenommen, nur ein bisschen modifiziert. Und ja, genau. Und die Arbeitenden haben keine andere Wahl, als ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Also das heißt, der Kapitalismus setzt sich über die Arbeit durch bei uns. Dadurch, dass Arbeit an Lohn gekoppelt ist, haben wir relativ wenig Auswahl. Und wir machen uns alle zu Produkte und zu Waren dadurch und müssen uns auch selbst verkaufen. Und da stimmt auch ganz viel mit, gerade auch im modernen Verhalten, im 20. und 21. Jahrhundert, aber das ist auch wieder mehr der Vortrag, wie lange wir das, also wie, was das alles für Folgen hat, wie wir uns verkaufen, ist der Vortrag von nächster Woche auch, dadurch, dass wir ja selbst auch eine Ware auf dem Markt sind, auf dem Arbeitsmarkt, weil wir unsere Arbeit verkaufen müssen. Genau, wie eben schon erwähnt, einerseits entfremdet sich die Arbeit durch diese getrennte Produktionsweise. Andererseits entfremdet sich aber auch die Ware. Und wie Günther Anders, der auch nächste Woche ein Thema werden wird, Einkaufsstraßen, Shopping-Malls sind vor allem ein Zeichen dessen, was wir uns nicht leisten können. Und geben uns dann auch immer mehr Bedarf, noch mehr zu arbeiten und noch mehr zu arbeiten und uns noch mehr zu verkaufen und jeden Teil unseres Lebens irgendwie zu einem Lebenslauf würdigen Aspekt umzuformulieren und immer mehr produziert und die, wir können uns die Waren immer weniger leisten und das ist die Entfremdung der Ware. Und hängt auch damit zusammen, dass unsere Arbeit, wie auch Hegel schon sagte und Marx hat, auch immer weniger wert wird. Thank you.
zusammen? Ja. Weil wir uns am Ende der Folie, ist es ja auch zudem so, dass sie immer mehr versuchen, Waren uns anzudrehen, die wir gar nicht brauchen. Das ist halt auch eine ganz schöne Entfremdung, finde ich so. Genau, also. Und die Reden ist uns wichtig, die hämmern uns, das ist ja gesund, wir schon. Genau. Dass wir das neueste Handy oder Laptop oder wie auch immer, Fotoapparat brauchen. Da kommen wir dann, das kommt dann im neueren Teil, also wie sich das genauso auswirkt, wobei das stimmt schon, das habe ich das auch ein bisschen angeschnitten. Wie sich das heute auswirkt, aber so viel vorweggenommen, ja, also prinzipiell, ich meine, durch diese Überproduktion hat es auch gewisse Auswirkungen, dass Bedürfnisse geschaffen werden, aber wie gesagt, das kommt noch. Vielleicht auch noch ein Punkt zur Entfremdung gehört auch, nach Marx ist es so, dass alle Tätigkeiten, die nicht Arbeit sind, im engeren kapitalistischen Sinne, werden zum Hobby. Das heißt, man geht dann halt nach Hause und auch unser Freizeitleben wird von der Arbeit bestimmt. Wir müssen uns ja irgendwie regenerieren, das heißt, wir glotzen dann vielleicht fern oder auch unsere Urlaubsvorstellungen, dieser komische All-Inclusive-Urlaub, wo die Leute nichts mehr, also keine Abenteuer mehr erleben wollen, sondern einfach nur 2 Wochen am Strand liegen wollen und von Leuten entertained werden wollen, ist ja ohne so einen Arbeitsalltag gar nicht zu verstehen. Aber, und wir finden es, solange wir auch studieren und so und auch noch Zeit haben, uns zu regenerieren, finden wir das auch ganz skurril oder wenn wir noch jung sind und Energie haben. Aber wenn wir halt irgendwie 40, 50 sind und nach Stunden Arbeitstag haben, vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Energie, finden wir es plötzlich auch ganz attraktiv. Wird sicherlich auch noch auf viele von uns zukommen. Diese Urlaubsvorstellung ist ohne unseren Arbeitsalltag kaum zu verstehen und solange wir noch in einer Situation sind, in der wir uns dem Arbeitsalltag so ein bisschen entziehen können, können wir uns auch noch so ein bisschen den Idealen entziehen, aber das kommt normalerweise auf uns noch zu, weil der Kapitalismus halt tatsächlich im Moment in seiner Form sich relativ alternativfrei gibt und weil er halt auch alle Alternativen irgendwie ganz geschickt schluckt. Ja, und der nächste Punkt ist, die Produktionsmittel entwickeln sich. Also da gehen wir jetzt auch zu dem Vorschritt, zu dem, was du eben schon genannt hast. Produktionsmittel heißt, dass das immer geschickter, also durch Technologie zum Beispiel, aber auch durch unterschiedliche Art, etwas zu organisieren, immer mehr produziert wird mit immer weniger Leuten und immer weniger Aufwand. Das bedeutet, es werden immer mehr Leute arbeitslos, es werden aber immer mehr Güter produziert. Also es werden weniger Leute zur Herstellung benutzt und das hat ganz viele Konflikte zur Folge, die wir heute auch kennen. Also das heißt, die Leute, es gibt immer mehr Leute, die quasi unnütz sind im Kapitalismus. Überflüssig, die nichts mehr, also die kein Geld in dem Sinne verdienen und sich dadurch auch diese ganzen produzierten Sachen nicht mehr leisten können. Und vor allem ist es halt nicht nur ein Problem für die Arbeitenden, nicht nur ein Problem für die Arbeitslosen, dass sie sich die Sachen nicht mehr leisten können, sondern es ist auch ein Problem der Arbeitenden, weil Arbeit wird ja weniger wert, wenn es überall angeboten wird. Die wahre Arbeit, um hier auch wieder mit Hegel und dann auch später mit, also Marx sowieso, aber auch mit Hegel zu kommen, die wahre Arbeit ist immer weniger wert. Dadurch, dass es einfach so viel davon gibt, das ist ein Überangebot, das heißt, die Arbeitsbedingungen können immer beschissener werden. Zeiten hoher Arbeitslosigkeit sind Zeiten schlechter Arbeitsbedingungen. Ja, das sind jetzt zum Grunde die wirtschaftlichen Auswirkungen. Philosophie war da jetzt eher so ein bisschen eine Randbemerkung. Also kommt da vielleicht mit dem Stoffwechsel so ein bisschen drin vor, aber vor allem war es halt eine Untersuchung der Wirtschaft. Und bevor wir das überprüfen, will ich noch auf eine andere These eingehen, nämlich eine Anthropologie der Arbeit, also Anthropologie, eine Lehre vom Menschen. Und die ist aber weniger von Marx, sondern vielmehr von Engels, Friedrich Engels gewesen.
Und der meinte nämlich, dass der Mensch durch Arbeit und auch durch Arbeit hätte sich Sprache entwickelt, also durch Arbeit und Sprache wäre er erst zum Menschen geworden. Das ist, der, also von dem vorweggenommen, der Aufsatz wurde nicht zu Ende geschrieben, der bricht einfach ab. Man weiß nicht warum, vielleicht hat er seine Meinung geändert, vielleicht hat er gemerkt, dass seine Argumentation Grenzen hat, vielleicht ist er einfach nicht fertig geworden. Es ist eine interessante These, die er halt bringt. Er meint halt also, dass auch unsere Organe, alle unsere Organe, bringt besonders das Beispiel der Hand, aber sagt auch, alle unsere Organe auch ein Produkt unserer Arbeit werden. Also nicht nur, dass die Arbeit ein Produkt von unserer Hand ist, sondern auch die Hand sich dadurch erst so entwickelt hat, dadurch, dass er genutzt wurde in der Evolution, und meint halt, dass das den Menschen vom Tier unterscheidet. Und der einzige Beweis, den er bringt für seine These, also muss man mal sagen, ich halte eigentlich relativ viel von der wissenschaftlichen Genauigkeit von Friedrich Engels, aber trotz, also prinzipiell in dem Fall sein Beweis, den er gebracht hat, ist, dass die Sprache, also Tiere, die ja nicht sprechen können wie der Mensch, würden das eigentlich nie bedauern. Aber wenn sie mit Menschen zusammenleben, also domestizierte Tiere, die würden das bedauern, das wird man sehen. Und das ist für ihn Beweis seiner These, dass Sprache und Arbeit zusammenhängen und sich und was menschlich Exklusives und Besonderes sind. Was tatsächlich bedauern? Steht es so da. Was bedauern die Tiere? Dass sie nicht sprechen können. Aber nur die Tiere, die mit Menschen zusammenleben. Die anderen nicht. Wie, das ist nicht nachvollziehbar. ja, aber wie gesagt, fairerweise, es wurde nicht zu Ende geschrieben. Selbstverständlich kann man eine These auch unabhängig von seinen Argumenten beurteilen und kann gucken, ob das einem irgendwie einleuchtet. Ich sehe hier auch ein bisschen... ja, nö, da kann man überspringen. Ich sehe hier ein bisschen den Versuch, da bringen wir den hier auf der rechten Seite, Max Weber, der das mit der protestantischen Arbeitsethik gebracht hat, die These. Sehen wir den Versuch, meiner Meinung nach eine Arbeitsethik, die vorher religiös begründet war, die plötzlich nicht religiös, nämlich evolutionär, als Gegenteil zum Religiösen, zum Kreationismus zu begründen. Klar, Marx und Engels kannten die Thesen zum Protestantismus noch nicht, aber wahrscheinlich waren sie vom Protestantismus beeinflusst. Die anderen beiden, die hier gezeigt werden, sind halt Lafargue und auf der linken Seite Schwiegersohn von Karl Marx, selbst Marxist, der aber mit dem Arbeitsethos total aufgeräumt hat und das Recht auf Faulheit verfasst hat. Und in der Mitte Piotr Alexandrowitsch Kropotkin, der sich auch ganz viel damit beschäftigte. Und gerade die beiden, Kropotkin und Lafargue, haben sich für eine ganz starke Verkürzung der Arbeitszeit ausgesprochen. Also das ist ja so ein bisschen der Block der Leute, die durchaus kapitalismuskritisch waren, den Kapitalismus in dieser Form ablehnten, aber trotzdem Kritik an den Thesen von Marx und Engels, zumindest an manchen Thesen von Marx und Engels hatten, auch wenn das alles große, also ja, vielleicht nicht Verehrer waren, aber großen Respekt vor deren wissenschaftlicher Arbeit in den meisten Fällen hatten. Bei Kropotkin ist es auch so, das wissen die meisten hier sitzen sicherlich, dass er auch deutlich libertärer und keinen autoritären Sozialismus vertreten hat. Da können wir jetzt vielleicht doch auch wieder zurückkommen, nämlich der autoritäre Sozialismus wurde nämlich von dem hier auf der rechten Seite, Wladimir Iljitsch Uljanow, aka Lenin, vertreten, und auch nochmal hier wieder die Frage, die ich auch schon letzte Woche gestellt habe, was haben die beiden hier gemeinsam? Lenin und der Apostel Paulus. Der Pate. Du meinst jetzt sicherlich wieder dieses Zitat, wenn ich arbeite, soll ich nicht essen? Genau. Aber das hat vorher schon Bebel gesagt, also vor Lenin. Auch, das haben viele Leute. Das mag sein, dass das Bebel auch schon gesagt hat.
Bei Lenin war das halt ganz zentral auch auf Marx bezogen und deshalb ist er ja auch drin, weil der das Marx in den Mund geschoben hat. Also der hat Marx zumindest in einer Stufe des Sozialismus so interpretiert. Das hat Marx nicht so direkt gesagt und man kann ihn halt immerweise auch nicht mehr fragen, aber in Staat und Revolution, das ja eigentlich 1917 sogar geschrieben wurde, auch so ein bisschen mit, also auch als Rhetorik gegenüber Anarchisten, um die so ein bisschen in die Bewegung mit reinzukriegen, auch mit staatskritischen Ansätzen, so, wir bauen ja jetzt einen autoritären Staat auf, aber irgendwann mal wird er sich selbst abschaffen, keine Sorge, glaubt mir. Und da war halt auch drin, ja, und deshalb ist es auch schon bei Marx so, das ist halt einfach halt erstmal eine also in seiner Rhetorik, erstmal eine Verwaltung von Armut, der Sozialismus, und da geht es auch Leuten auch durchaus erstmal schlecht und hat es dann halt so begründet. Bei Marx ist es nämlich so, in der frühen Form des Sozialismus ist es so, dass je mehr die Leute arbeiten, desto mehr sollen sie kriegen. Und am Schluss sollen sie alle so gleich viel kriegen im Kommunismus dann oder so viel, wie sie brauchen. Ungeachtet dessen davon, wie viel sie arbeiten, aber im Sozialismus soll es halt noch so sein. Dann will er halt sowas vermeiden wie so Managementarbeit, die irgendwie für eine Stunde irgendwie 1000-mal so gut bezahlt werden wie andere Leute, auch wenn sie nicht vielleicht unbedingt 1000-mal so harte Arbeit verrichten. Und schon war Lenin, ja gut, wenn halt jemand nicht arbeitet, dann kriegt er ja auch nichts. Also in dem Sinne hat Marx gesagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. So, und das spielt halt hier eine Rolle, weil das halt viele, viele Marxisten auch tatsächlich so ernst genommen haben. Das war eine Strömung im Sozialismus, die auch nicht von Marx oder Lenin erfunden wurde, die auch von anderen so vertreten wurde. Und deshalb habe ich jetzt hier halt, wie gesagt, in Lafargue, obwohl er sich selbst als Marxist gesehen hat, trotzdem in den anderen Block eingebaut, weil das halt einfach über lange Zeit hinweg so unterschiedliche Strömungen des Sozialismus waren, die arbeitsglorifizierende und die arbeitsabwertende. Und ja, also genau. Und ja, meiner Meinung nach hat auch die Philosophie eine wichtige Rolle dabei gespielt, die Arbeit überhaupt erst aufzuwerten. Ich finde die Aufwertung von Arbeit erstmal kontraintuitiv. Hat man auch gemerkt am Feedback zu Paul Lafargue und so weiter und so fort. Aber das war ein bisschen der Vortrag von letzter Woche und kommt auch ein bisschen näher in den von der nächsten. Und jetzt kommt ein bisschen der Werbeblock mit der Vorwegnahme. Hier haben wir noch ein paar Leute, die sich auch mit Entfremdungsbegriffen im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt haben. Für Marx und Engels hat ja die Philosophie aufgehört. Also mit ihnen. Die haben ja eine wissenschaftliche Form des Sozialismus und der Gesellschaftsanalyse entwickelt, die einzige wissenschaftliche Form. Und also nach ihrem Selbstverständnis, und deshalb ist die gesamte Philosophie und auch ja, der Begriff Soziologie kam da erst auf, aber das ist da alles ja dadurch hinfällig, dadurch, dass Marx halt entdeckt hat, wie die Welt so funktioniert. Und tatsächlich hat er aber danach halt erstmal die Philosophie geboomt. Gerade Philosophie über Entfremdung, Gesellschaftsphilosophie, Soziologie ist da in dieser Form entstanden. Und hier drei exemplarisch, die großen Teil des Vortrags nächste Woche ausmachen werden. Auf der linken Seite Georg Simmel. Hat sich auch viel mit Arbeitsteilung und mit Entfremdung auseinandergesetzt, hat das auch auf eine eigene Art definiert. Hannah Arendt, die sich mit einer Arbeitsgesellschaft auseinandergesetzt hat, beziehungsweise mit den Grundtätigkeiten Arbeiten, Herstellen und Handeln, und die halt unterschiedlich definiert und analysiert und meiner Meinung nach auch ein ganz interessantes Modell auch entwickelt hat, wie man ganz viele Aspekte unseres heutigen gesellschaftlichen Lebens analysieren kann, die eine Kapitalismuskritik mit einbeziehen kann, aber kann oder auch nicht.
Also so wie halt irgendwie man bei Marx und Engels die Gesellschaft eigentlich nur aufgrund dieses Kapitalismustheorie und dieser materialistischen Theorie analysieren kann, kam sie halt auf eine andere Theorie, die meines Erachtens nicht besser und nicht schlechter ist, aber ähnlich gut halt funktioniert, wie es halt so ist mit Arbeitsmodellen oder Arbeitshypothesen. Die sind ja nie richtig oder falsch, aber man kann sich damit so ein bisschen helfen. Und ganz viel um Arbeitsentfremdung und unsere Freizeitgestaltung hat sich da auf der rechten Seite auseinandergesetzt. Günther Stern, beziehungsweise der hat dann so viele Artikel geschrieben für eine Zeitung, dass er sich anders nennen sollte, und dann hat er sich Günther Anders genannt. Kein Witz. Und der hat die Antiquiertheit des Menschen geschrieben. Der war übrigens mit Hannah Arendt auch mal verheiratet. Vielleicht kommt es auch daher, dass er relativ ähnliche Aspekte rausgesucht haben, und genau, die werden dann auch ein bisschen behandelt. Noch mit, also da kommt dann halt auch so ein bisschen die Frage raus, so wird der Mensch im Kapitalismus mehr Mensch und in der Arbeitsgesellschaft oder eher weniger? Nämlich die, also in der Entfremdung ist es halt tatsächlich so, in der entfremdeten Arbeit wird der Mensch ja eher weniger Mensch durch Arbeit, durch entfremdete Arbeit. Und das haben diese auch ganz gut rausanalysiert, ist auch schon bei Marx und Engels drin. Also das heißt, irgendwie durch Arbeit wird man zum Menschen, durch entfremdete Arbeit wird man es irgendwie wieder nicht. Also arbeiten wir mit zwei unterschiedlichen Arbeitsbegriffen. Und was halt auch eine wichtige Frage ist, die bei denen hier auch noch ein bisschen mitschwimmt, ist die Frage des Materialismus und des Idealismus. Also die Frage, also ob das Sein das Bewusstsein bestimmt oder das Bewusstsein das Sein, die wir heute vielleicht gar nicht mehr so klar stellen würden, entweder oder. Bei Marx war es einfach klar, für ihn waren die meisten Philosophen irgendwelche blöden Idealisten, oder auch Leute, die eine Utopie wollen, sind Idealisten, weil mit einer Utopie hat man ja ein Ziel, auf das man hinarbeitet und das man anstrebt, und das hatte Marx nicht, nach seinem Verständnis. Also Hannah Arendt hat ihm dann beispielsweise vorgeworfen, ja klar, natürlich hatte der einen Wunsch, der wollte den Kommunismus, und deshalb hat er seine Theorie entworfen und hat die ganze Theorie darauf zugebaut. Selbstverständlich war Marx utopisch, auch wenn er es nicht zugibt. Aber bei Marx war es tatsächlich so, für ihn waren die Kommunisten nicht die Leute, die den Kommunismus wollen, sondern die, die verstanden haben, dass sich die Gesellschaft in die Richtung bewegen wird. Das heißt, rein theoretisch kann man nach der marxischen Definition Kommunist sein, ohne Kommunismus zu wollen. Das heißt, man könnte als Kapitalist, als Unternehmer, wenn man sagt, oh je, die Leute werden sich gegen uns auflehnen, und also im Sinne der marxistischen Theorie, und die werden den Sozialismus-Kommunismus aufbauen. Ich will das nicht, aber das wird so kommen. Wäre man auch Kommunist. Wissenschaftlicher Kommunismus. Also genau, das war ja der wissenschaftliche Sozialismus im Gegenzug zu den kleinbürgerlichen à la Bakunin beispielsweise oder Proudhon oder Kropotkin und so weiter und so fort. Ja, also so viel dann halt die Frage, und ich meine, sicherlich, wir werden uns heute wahrscheinlich die Frage kaum mehr so stellen, also wahrscheinlich, das hat aber auch Bakunin damals schon gesagt, wahrscheinlich hat, wenn man die Frage so stellt, was von beiden ist richtig und was von beiden ist falsch, wo die Frage schon völlig falsch wäre, aber wenn man die Frage stellt, würde man wahrscheinlich eher dem Materialismus recht geben müssen, weil halt irgendwie eine Blume ohne Erde nicht wächst oder, also, ein Beispiel, das ich finde, das immer heute so ganz praktisch ist, also zum Beispiel, wenn du am Verhungern bist und fast nichts zu essen hast, machst du dir eher weniger Gedanken über eine vegetarische Ernährung, die ja in dieser Form ein relativ modernes Konstrukt ist, also jetzt über die letzten Jahrtausende nicht ganz so überliefert ist. Fleisch war halt auch was man auch einfach selten mal gemacht hat, so ein, zweimal im Monat vielleicht. Aber auf der anderen Seite kann natürlich, wenn man dieses vegetarische Ideal hat, kann es so stark werden, dass man sich dann plötzlich auch für Fleisch ekelt, dass man vielleicht selbst, wenn man plötzlich am Verhungern ist, plötzlich nicht mehr essen möchte. Also im Einzelfall, Entschuldigung, in den allermeisten Fällen wird man es dann vielleicht doch tun. Aber so, also irgendwann kann dieses Ideal und diese Idee
verdammt stark werden. Und ich glaube, das ist zum Beispiel dann mit diesem Protestantismus geschehen. Also selbstverständlich waren Marx und Engels protestantisch geprägt. Marx ist zum Protestantismus konvertiert, um aus Karrieregründen, um einen Job zu kriegen als Anwalt. Der hat da jetzt nicht dran geglaubt, aber natürlich hat er in einer protestantisch geprägten Gesellschaft gelebt und hatte da natürlich Elemente drin. Und dieses durch Arbeit wird der Mensch befreit und durch Arbeit wird der Mensch zum Menschen, schwimmt da mit. Marx hat sich davon am Schluss ein bisschen gelöst. Also wie gesagt, die Arbeit mit der Menschwerdung des Affen war ja, der Aufsatz war ja letzten Endes von Engels, aber Marx hat sich da am Schluss so ein bisschen gelöst und war dadurch auch so ein bisschen kritischer, aber ich glaube, das wissen auch viele Marxisten heute nicht unbedingt. Also diese Glorifizierung der Arbeit hat man ja bei vielen Marxisten auch heute noch relativ stark. So, und jetzt halt die Frage so, Arbeit menschlich oder affig, habe ich jetzt auch schon ein bisschen mit der modernen Philosophie die Frage, also es macht Arbeit den Menschen zu Menschen oder nicht, so schon durchaus angedeutet, wird noch ein bisschen mehr thematisiert nächste Woche. Samstag in der Friedelstraße 54. Ist eine Frage, die, denke ich, so nicht klar zu beantworten ist, ob Arbeit es den Menschen zu Menschen macht oder uns daran hindert, es zu sein. Ich glaube, dass uns diese Form der Arbeit wirklich auch ein bisschen in die Bredouille bringt. Und ein bisschen was werde ich dazu gleich noch bringen. Aber die zwei großen Sachen, die wir uns stellen können und die wir heute ganz gut im frühen 21. Jahrhundert beobachten können, ist, geht uns tatsächlich die Arbeit aus, entwickeln sich die Produktivmittel so, dass wir immer weniger Arbeit haben und wird die Arbeit weniger wert, also sind Zeiten großer Arbeitslosigkeit, Zeiten schlechter Arbeitsbedingungen. Und ja, also ich würde sagen, diese Form der Arbeit, nicht aller menschlichen Tätigkeiten, aber dieser Form der kapitalistischen Lohnarbeit, die geht aus. Also die zu Wert, zu Geld gemacht wird. Also am offensichtlichsten ist es in der Industrie und in der Produktion, wo in riesigen Stahlwerken irgendwie nur noch zwei Handvoll Leute arbeiten, wo früher Tausende waren, wo es richtig krass und auffällig ist. Hat der Kapitalismus immer wieder versucht, dann über andere Bereiche irgendwie zu füllen und in andere Bereiche zu gehen, zum Beispiel Dienstleistungen, ist vielleicht ein bisschen weniger anfällig auf Arbeitsplatzkürzungen, aber auch da findet der Prozess statt, durch irgendwelche Computerprogramme, Schreibprogramme, wo du einfach viel weniger Leute brauchst als irgendwie früher mit der Schreibmaschine oder handschreibend. Designprogramme, die da viel wegnehmen, irgendwie Zeichenprogramme, die die technischen Zeichner nicht mehr notwendig machen und so weiter und so fort. Auch irgendwelche Dienstleistungsmaschinen, wie zum Beispiel Telefonhotlines. Wenn Sie ein technisches Problem mit dem so-und-so haben, drücken Sie die 1. Also da werden einfach schon Leute nicht mehr so gebraucht, die das früher halt manuell gemacht hätten, oder es gibt irgendwelche Bestellmaschinen bei irgendwelchen Fastfood-Restaurants, und auch Fastfood-Restaurant allgemein ist ja auch schon eine Methode, wo man mit relativ wenig Personal viel Leute verköstigen kann, wo du keine Kellner mehr brauchst und so weiter und so fort. Und mittlerweile gibt es auch schon die Maschinen, da gehst du hin, nimmst die Bestellung schon auf und dann holst du es dir nur noch ab. Also in ganz vielen Bereichen wird da halt gearbeitet, dass immer weniger Leute notwendig werden. Also selbst im Dienstleistungsbereich, der für viele Marktliberale immer noch so ein Bereich dafür war, nee, Quatsch, Arbeit wird gar nicht weniger. Es gibt doch die Dienstleistung. Das kann man doch gar nicht machen. Klar, in der Pflege ist es vielleicht relativ schwierig, aber auch da, ich habe in der Pflege gearbeitet, 5 Jahre lang während des Studiums. Auch da nimmt die Maschine einiges ab, allein auch schon dadurch, dass die Schwerstbehinderten den ganzen Tag am Computer sitzen können und dadurch diese ganze Kommunikation, dieses Kommunikationsbedürfnis ein bisschen wegläuft. Man kann irgendwie Knöpfe drücken und Hilfe holen. Der
die Internetbestellung kann ein bisschen das Kochen ersetzen und so weiter und so fort. Das kocht dann vielleicht jemand anderes, aber das ist dann in einer Massenküche, wo dann einer für 20 Leute kochen kann und so. Also auch da erleichtert sich schon ein bisschen was, und wobei das wahrscheinlich der Bereich ist, wo du am wenigsten noch eingreifen kannst, nämlich die Pflege von Menschen. Und selbst da gibt es ein bisschen Möglichkeit, Arbeitskräfte wegzukürzen. Und in allen anderen Bereichen sind die Möglichkeiten größer. Und diese Massenproduktion mit weniger produzierenden Leuten hat halt zur Folge, dass halt Massen produziert werden, die überall halt da sind. Riesige Supermärkte und immer weniger Leute, die sich das leisten können. Und das hat halt zur Folge, dass Leute Bedürfnisse an Menschen, an Leute geweckt werden müssen, die wir so nicht hätten. Plötzlich stellen wir fest, dass unser Reiniger nach Zitrone duften muss. Plötzlich stellen wir fest, dass wir erstmal ein mobiles Telefon brauchen, zuerst im Auto, dann in der Hosentasche, und plötzlich müssen wir mit dem Telefon auch noch ins Internet gehen können und ein Navigationsgerät haben und so weiter und so fort. Es sind sicherlich oftmals praktische Möglichkeiten dabei, aber trotzdem werden die erstmal erforscht mit der Devise, wie kann man Leute dazu bringen, was zu kaufen. Nützlichkeit ist ein Faktor. Aber es gibt auch viele andere Faktoren, wie zum Beispiel halt auch irgendwie Coolness und so weiter und so fort. Und da kommen wir halt auch wieder zu den Warenfetischen und auch ein bisschen zu den Markenprodukten. Und vor allem zu den Moden. Eine Mode ist ja nichts anderes als eine Methode, die Leute dazu zu bringen, wieder was zu kaufen, obwohl es eigentlich noch funktionstüchtig ist. Wenn man die Klamotten nicht mehr tragen kann, weil sie out sind, obwohl sie eigentlich noch super schick sind. Eben nicht mehr schick sind, aber super praktikabel noch sind, noch warm halten, noch keine Löcher haben oder nur kleine Löcher, aber genug, dass man den Winter übersteht. Wenn man es trotzdem nicht mehr haben, schwankende Moden und oder künstliche Veralterung von Produkten spielt da auch eine Rolle, diese Adoleszenz, also dass man halt Sachen so produziert, dass sie kaputt gehen nach 2 Jahren. Zum Beispiel Glühbirnen, die ersten Glühbirnen, die haben 100 Jahre lang gehalten, nicht 2. Oder da gibt es ganz viele Bereiche, oder Glas kann man auch so brennen, dass es viel schwerer kaputt geht. Also Gläser könnten runterfallen und sie könnten dann immer noch in den meisten Fällen weiter bestehen und so. Aber dann kannst du ja keine Gewinnspanne haben, oder ja, ganz, ganz viele solche Dinge. Oder Drucker werden so hergestellt, dass man nur Original-Druckerpatronen einsetzen kann, mit anderen funktioniert es nicht, und was hat eine höhere Gewinnspanne als Druckerpatronen, also vielleicht Nike-Schuhe. Also ich meine, Druckerpatrone ist Plastik und Tinte. Das sind 20 Cent, aber nicht 40 Euro. Und so wird halt irgendwie immer wieder versucht, also erstmal Gewinnspanne zu machen oder halt auf der anderen Seite halt ein Überangebot an Waren zu verwalten. Und die Sachen werden weggeworfen. Wir haben diese berühmten Butterberge. Es gibt riesige... Ist das Bild hier drin? Ja, genau. Das sind nicht verkaufte Autos in Spanien. Es gibt viele solcher Beispiele. Also es wird massiv überproduziert und die Sachen werden weggeworfen, weil es rentabler ist als das Verschenken. Jeden Tag sterben 50.000 Menschen am Hungertod, obwohl Lebensmittel in Massen weggeworfen werden, und zwar mehr als eigentlich benötigt werden. Übrigens, die meisten Menschen kommen die meisten Hungertoten kommen aus Ländern, die Nahrungsmittel in erster Linie für den Export produzieren. Ich glaube, 80% der Hungertoten kommen aus Ländern, die für den Export Lebensmittel produzieren. Also auch die Argumentation, dass wir hier den Überschuss haben und dort den Mangel und deshalb sterben die Leute, ist so auch gewisserweise falsch, weil die Sachen werden zu uns geschickt und dann fehlen sie dem.
Und ein Beispiel, bereits 1989-90, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, waren über Nacht sämtliche Supermärkte in Osteuropa gefüllt, zum Bersten voll. Und das ohne, dass es eine Inflation gegeben hätte, also ohne, dass die Waren an Wert verloren hätten, gewonnen hätten. So. Und Geld an Wert verloren hätte und die Waren an Wert gewonnen hätten. So. Über Nacht, und das schon 89, also wie sich dann die Produktion seitdem entwickelt hat in diesen letzten 25, 26 Jahren, kann man sich dann nur mal denken. Das wäre schon, also noch in den 70ern oder so wäre das undenkbar gewesen, wir hätten wahrscheinlich eine Inflation gehabt. Aber das war schon ein Beispiel dafür, was für eine Überproduktion es gibt, da schon gab, und das hat sich noch so brutal vermehrt. Also wir haben die klare Möglichkeit, durchaus auf einem sehr, sehr hohen Standard hätten wir die Möglichkeit, die ganze Menschheit zu versorgen. Inwieweit das jetzt ökologisch praktikabel ist, ist eine andere Frage, aber es wird ja auch im Kapitalismus relativ wenig in Richtung Ökologie geforscht, weil die halt einfach eher ein Kostenfaktor ist als rentabel. Das kommt dann halt auch noch hinzu. Ja, dann haben wir auch noch ein bisschen die Problematik, diesen Zwiespalt, diesen Widerspruch. Das Kapital ist global, die Arbeit ist aber in der Regel lokal gebunden. Die meisten Arbeiten migrieren relativ wenig und deshalb kann man die Arbeiter überall auf der Welt super gut aneinander ausspielen und die Arbeitsbedingungen werden immer schlechter. Man kann dann halt irgendwie einen Teil in China produzieren, einen Teil in Tschechien und so weiter und so fort. Es wird zum Teil erwartet, dass die Arbeitskräfte auch migrieren, aber eher in der Ober- und Mittelklasse. Die armen Leute sollen eher nicht migrieren. Die werden daran gehindert. Frontex oder irgendwelche Hetzkampagnen. Also ich meine, 2008 nach der Wirtschaftskrise waren sich alle irgendwie einig, dass der Kapitalismus das verursacht hat. Und plötzlich kann man irgendwie so Sarrazin und so Leute auf und uns wird irgendwie erklärt, nein, 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 das liegt daran, dass die Leute so viel migrieren und uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Was ja eigentlich total abgefahren ist, diese Logik, dass an meiner Armut andere arme Leute schuld sind und nicht reiche. Also darauf muss man erstmal kommen, auf so eine abgefahrene Logik. Und die scheint ja gerade ganz gut auch zu funktionieren. Siehe Griechenland und siehe Pegida. Ja, und genau, also Arbeit ist meistens lokal gebunden und es wird versucht, dass das auch so bleibt. Und gibt es überall Arbeitskämpfe, die werden aber tendenziell immer weniger kämpferisch, wie wir halt sehen. Die Gewerkschaften sind trauen sich auch weniger als noch in den 70ern und so, weil sie halt sich einfach der Realität unterordnen müssen und da immer weniger Macht haben. Ja, und wieder so ein hübsches Agenturbild. So sieht das gesellschaftliche Ideal aus, das ja schon längst eigentlich den Protestantismus überholt hat. Die Leute brauchen keinen Gott mehr, um irgendwie Arbeit als was Geiles zu akzeptieren. Dieser schicke Typ da in seinem Anzug, der springt über das nächste Mäuerchen nach seiner Arbeit und ist jung und dynamisch und fit und macht gerne Überstunden und sind da vielleicht sogar noch sauer auf unsere Kollegen, wenn die mal faul sind oder so, da versuchen sich irgendwie so ein bisschen Freizeit zu stibitzen. Also wir haben vorauseilenden Gehorsam am Arbeitsplatz. Und dieser Typ, der so ein bisschen das gesellschaftliche Ideal vertritt, also so wie viele Leute gerne wären, oder also so Leute wirken ja auch oft selbst auf uns oft sympathischer als irgendwie so ein Obdachloser auf der Straße. Müssen wir uns ja auch manchmal in Frage stellen, warum das so ist. So. Und, aber dieser Mensch, der sieht ja dann eigentlich eher so aus, innerlich. Jetzt fehlen mir ein bisschen die Notizen, weil jetzt kommen wir nämlich zur Frage der Menschwerdung. Es ist tatsächlich so, also irgendwie laut WHO sind die Fakten kann ich gleich nachlesen, oder was ist mein Rucksack? Dann kann ich
kannst du mir kurz den Rucksack geben, dann kann ich euch hier mal ein paar Sachen vorlesen aus meiner Magisterarbeit. Danke. Okay. Bin ich da. Weil Zahlen weiß ich dann doch noch nicht auswendig. Das kommt noch aus 97. Genau, also schon 1993 wurde bezeichnete die International Labour Organization Stress als einen der wichtigsten Krankheitsfaktoren. Das ist damals auch des späten 20. oder beginnenden 21. Jahrhunderts. Ein Buch von einem Neurobiologen, der sich mit Arbeit beschäftigt hat, der geht so weit, dass er meint, ein Drittel aller Menschen wäre durch Arbeit gesundheitlich ruiniert, noch bevor sie das Ruhestandsalter erreichen. 68% der Betriebsräte von Unternehmen in Deutschland gaben laut einer Umfrage an, dass der allgemeine Stress sowie der Leistungsdruck sich seit der Wirtschaftskrise mal ganz massiv zugenommen hätte. In Österreich leiden 22% aller Beschäftigten unter chronischem Stress am Arbeitsplatz. Schätzungen zufolge nehmen in Deutschland etwa 800.000 Erwerbstätige, also fast 1 Million, regelmäßig Mittel zur Leistungssteigerung ein. Und sage jetzt nicht um Kaffee und Mate, sondern, also die sind da gar nicht drin, sondern Sachen wie Piracetam, Methylphenidat, Modafinil oder Fluoxetin. Das nimmt zu zur steigenden Arbeitslosigkeit. Also es ist nicht so, wie man vielleicht annehmen könnte, mehr Leute werden arbeitslos, super, dann können die alle weniger arbeiten, sondern die Leute arbeiten mehr. Zeiten hoher Arbeitslosigkeit sind Zeiten schlechter Arbeitsbedingungen, auch da haben Marx und Engels ganz klar recht gehabt. Oder auch Hegel, weil halt die wahre Arbeit weniger wert ist. Und auch 16% der nicht Krankgeschriebenen weisen Symptome der Depression auf. Und in den letzten 20 Jahren haben sich Krankschreibungen, Krankfälle aus psychischen Gründen verdoppelt. Und also all solche Fakten. Und das heißt, offensichtlich ist unsere menschliche Psyche nicht auf diese Form der Arbeit eingestellt. Jahrzehntelang dachten auch Psychologen, Leute, die nicht arbeiten, sind psychisch gefährdet. Erst seit echt relativ kurzer Zeit, Gesundheit, seit den letzten 10, 20 Jahren erkennt man so schrittweise, oh ja, auch Arbeitende oder gerade die sind gefährdet. Aber den Arbeitslosen geht es auch nicht besser. Also die sind ähnlich gefährdet, in ähnlich hoher Quote. Was auch interessant ist, weil auch für Marx und Engels waren Arbeitslose auch Teil der Arbeiterklasse, weil egal, ob sie einen Job haben oder nicht, sie sind darauf angewiesen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Das meinte ich mit vorhin, vielleicht kommt C mal vor B. Also auch hier sehen wir wieder, das gehört zusammen. Nach Schätzung der WHO wird die Depression bis zum Jahr 2020 an der Spitze der Krankheiten stehen, die vorzeitige Sterblichkeit oder Behinderung verursachen. Auch noch so ein schöner Fakt. 2020 ist immer so lang hin. Ich könnte hier viel so Sachen rauslesen. Also wir merken einfach, der Mensch kommt da in so eine Bredouille. Der Bildschirm wird jetzt schwarz. Sind jetzt auch quasi schon so gut wie fertig. Ich will euch nur nicht mit sowas Negativen lassen. Weil ich glaube, man kann da rauskommen. Ich glaube aber, Arbeit und Gesellschaft sind sehr eng miteinander verwoben und man kann das eine nicht ohne das andere verändern.
Und deshalb ist eine Befreiung der Arbeit, nicht der Arbeiterklasse, auch bei Marx nicht, Befreiung der Arbeiterklasse, sondern Befreiung von der Arbeit, auch interessant. Vielleicht hat das aber auch Engels seinen Aufsatz zur Schwerte geschrieben. Genau, Befreiung von der Arbeit ist auch Befreiung von dieser Gesellschaft. Nö, das erwähne ich nächste Woche. Gefängnisse als sozialpolitische Lösung, sondern wir kommen jetzt zur Utopie. Und es geht anders und es geht besser. Und auch habe ich letzte Woche schon erwähnt, es gab mal in Frankfurt einen Verein, eine Gruppe, die 89-90 rum berechnet hat mit dem statistischen Jahrbuch von 1987 oder 88, dass wenn man alle Arbeit auf alle Leute zwischen, ich glaube, 25 und 65 Jahren relativ gleichmäßig oder 60 Jahren relativ gleichmäßig verteilen würde, dass man auf eine 5-Stunden-Woche käme. Die hatten in ihrer Berechnung halt auch noch drin, also nicht 5-Stunden-Tag, 5-Stunden-Woche, und hatten in ihrer Berechnung auch durchaus drin, also dass ganz, ganz, ganz viele Tätigkeiten, die eigentlich nur im Kapitalismus Sinn ergeben, Steuerberater, Finanzberater, Börsenbroker, Anwälte auch in dieser Form, Polizisten in dieser Form, also jetzt nicht alle Aufgaben, die Polizei übernimmt, wie jetzt vielleicht mal Verkehr regeln, wenn eine Ampel ausfällt oder so, oder aber trotzdem sind die meisten Sachen, Gefängnisse wird es wahrscheinlich auch weniger geben oder vielleicht ein ganz anderes Strafsystem, weil die meisten Sachen ja sowieso Eigentumsdelikte sind und so weiter und so fort. Also das ist natürlich, also das utopische Element ist auf jeden Fall mit in dieser Berechnung drin vertreten. Und noch zum Abschluss so diese Begründung von wegen, ach, der Mensch ist so egoistisch, das wird doch niemals funktionieren. Nein, gerade wenn der Mensch egoistisch ist, warum soll der Mensch 40 Stunden arbeiten oder arbeitslos sein oder sich kaputt machen, wenn er egoistisch ist? Also gerade wenn er egoistisch ist, dann will er doch sowas machen. Und in diesem Sinne, für einen gesunden, humanen, sozialen Egoismus, für die 5-Stunden-Woche und aus dieser Kack-Arbeitsmisere raus, für eine freie Gesellschaft, und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und ich weiß nicht, wollt ihr gleich Fragen stellen oder wollt ihr erstmal rauchen und pinkeln? Oder? Ja, also letztes Mal hat es nicht so geklappt mit dem Zusammenkommen, da haben wir eine Diskussion dann zu dritt geführt. Sonst klappt es meistens. Dann schütte ich noch euch richten. Jetzt vielleicht ganz kurz und dann das Mal. Kurze Diskussion? Ja. Glaubst du, das klappt? Dann können wir probieren. Ja, wir können ja irgendwann einen Cut machen. Ich bezweifle, dass es funktioniert. Ist mir egal. Ich hätte auf jeden Fall eine Frage. Okay. Das war richtig. Du hast gemeint, es gibt so eine spezielle marxistische Arbeits. Ethik oder was? Mhm. Das habe ich nicht gehört. Also das verstehe ich nicht, was das bedeutet. Also ich sag nicht, dass es. Ach, keine Ahnung. Egal. Würde nicht so weit gehen und sagen, dass es eine explizit marxistische Arbeitsethik ist, aber so, dass marxistisch versucht wurde, die Arbeitsethik nicht religiös zu begründen, die war vorher religiös begründet, und da gab es halt diesen Versuch, das umzubauen, also das evolutionär und naturwissenschaftlich zu begründen, wo wir wieder bei dem sind, was ich anfangs gesagt habe, dass ich denke, wir haben eine Meinung und bilden uns darauf gehend die Argumente, und ich glaube, so diese Meinung war diese Arbeitsethik, die vorher halt vom Protestantismus kam, aus der Bibel raus, vielleicht auch aufgrund materieller Bedingungen, und dass die Sklaven immer weniger, die Sklavenherrschaft weniger Bedeutung hatte und Eigentum an Bedeutung zunahm, und dass es dann halt einfach neu begründet werden musste. Aber so, das hat halt die Leute zu einer gewissen Arbeitsethik getrieben, und die hatte natürlich auch Auswirkungen auf Marx und Engels, und die haben halt die Arbeitsethik angenommen, aber nicht die Begründung
dass es Gott gegeben ist und dass man das so soll, weil Gott einem eine Berufung auferlegt hat, und haben deshalb das meines Erachtens modifiziert. Meiner Meinung nach ist es mehr oder weniger dieselbe Arbeitsethik mit einer neuen Begründung. Und ich glaube, dass Marxisten die auch heute noch haben. Also die Befreiung des Menschen durch Arbeit ist, glaube ich, gerade im Marxismus noch sehr, sehr präsent und hat meines Erachtens einen protestantischen Ursprung. Und hast du eine Verständnisfrage oder willst du dazu was sagen? Ich weiß nicht, das finde ich spannend. Okay. Hast du noch eine Frage, weil du gerade so Fragen guckst dazu? Na, dann würde ich dich vorziehen. Ich würde halt sagen, dass es eben einfach daher kommt, dass die Arbeiterklasse eben aufgrund der Stellung im Produktionsprozess dazu bemächtigt ist, durch halt eben Streiks und so weiter die ganze Wirtschaft und die Gesellschaft im Endeffekt lahmzulegen und halt auch, wie es schon passiert ist, in der russischen Revolution einfach die Macht in der Gesellschaft zu übernehmen. Und daher, also die, man kann sich nicht von der Arbeit befreien, ohne diese Schritte, quasi. Das ist aber, denke ich, eine andere Frage, die sich da stellt. Also das, das stimmt, das würde bedeuten, dass im Grunde die Arbeiten die mächtigsten sind. Also wenn die sich einig sind, dann bleiben die Bänder stehen, also alle Bänder stehen still, wenn ein starker Arm das will. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, ob Arbeit einen befreit oder nicht. Na, das ist tendenziell Umsturzpotenzial, aber wenn die Gesellschaft umgestürzt ist, heißt ja erstmal nicht, dass sie besser ist oder schlechter, sondern einfach nur, dass sie umgestürzt ist. Ob jetzt die Gesellschaft durch Streik verändert wird oder durch Gesetze, ist erstmal keine qualitative Aussage darin, in welche Richtung sie geht. Bedeutet nicht, ob sie besser oder schlecht, also ob sich der Mensch befreit oder nicht. Das ist nur eine Art wie, aber nicht wohin. Also stimmt, du brauchst ein Rechtsverhältnis, damit der Chef dem Arbeiter sagt, was passiert, und nicht der Arbeiter dem Chef, weil der Arbeiter ja eigentlich, wie gesagt, die Produktionsmittel in der Hand hat. Da gebe ich dir recht. Aber ist eine Gesellschaft besser, wenn Arbeiter herrschen? Außerdem gibt es ja viel, also das ist halt die Frage. Und bei Marx schwimmt das zwar mit, dieses Ideal, dass die Arbeiter auch als die reifste Klasse und gerade bei Marxisten, also wenn man sich die NLPD anguckt, die sagen ja wirklich, die proletarische Denkweise ist der Kleinbürgerlichen übergeordnet und die Arbeiterklasse ist ja viel klüger und reifer. Da schwimmt das auch alles mit dieser Arbeitsbefreiung, also Befreiung durch Arbeit. Ich glaube nicht, dass das also so ultra autoritär und dogmatisch wie die sind, glaube ich nicht, dass die mich irgendwann mal befreien werden. Sondern wir haben ja gerade bei den Ultramarxisten, als die in der Regierung gesehen haben, dass es eigentlich keine, also je dogmatischer die waren und je mehr sie sich irgendwie auf einem Arbeiterkult berufen haben, desto grässlicher war die Gesellschaft ja auch. Also, naja gut, ist vielleicht vereinfacht ausgedrückt, aber zumindest war sie nicht besser als das ja. Also ein Befreiungsmittel war es jedenfalls nicht. Also, so, können später nochmal drauf zurückgehen, aber ja, meldet sich das schon ganz gerne mit dem Ende. Also ich wollte an den Ansatz, also an den Punkt halt die psychische Zurichtung von Arbeitsgründen halt ansetzen. Und zwar ist es ja so, dass die kapitalistische Wirtschaftsweise halt Widersprüche entstehen lässt, und zwar aus dem theoretischen Bereich, also aus der kapitalistischen Ideologie heraus werden die Menschen psychologisch so zugerichtet, dass sie denken, dass sie ohne Arbeit funktionslos sind und sich überflüssig fühlen und das halt Depressionen auslöst. Auf der anderen Seite, die praktische Seite der kapitalistischen Wirtschaftsweise bringt ja diese Maschinisierung des Outsourcing halt hervor. Ne? Das heißt, das sind zwei Tendenzen. Maschinisierung, das zweite Wort habe ich nicht verstanden. Und das Outsourcing. Also Outsourcing. Woanders hin zu exportieren. Und das sind ja Tendenzen, also zwei wirklich sich sehr widersprüchliche Tendenzen, wo man in den letzten 15 Jahren gesehen hat, dass sie wirklich sehr stark in Konflikt geraten sind. Und dass halt die Menschen, die in die Arbeitslosigkeit fallen,
nicht in der Lage sind, durch diese psychologische Zurichtung das als eine Chance zu begreifen und zu sagen, okay, ich wechsle den Beruf, ich bilde mich weiter, keine Ahnung, ich bin jetzt mal ein Jahr nur für, also andere Bücher bevorzugt werden, ich bin mal ein Jahr nur für meine Freunde da und für meine Familie oder wie auch immer, also, oder ich bereise mal die Welt oder sowas. Also es wird halt nicht als Chance gesehen. Und zusätzlich konnte man ja wirklich auch in den Nullern halt diese groß angelegte Entwürdigung der Arbeitslosen halt auch irgendwie beobachten, dass halt dieser Druck dann noch mehr verschärft wurde halt auf die Arbeitslosen, dass sie das nicht als Chance entdecken, weil letztendlich ist diese Reservearmee, die dort entsteht, ist ja eigentlich auch eine große kritische Masse sein, die halt den Arbeitsbegriff in Frage stellt und sagt, Arbeitslosigkeit ist eine Chance und Arbeitslosigkeit schafft mehr Platz für Leben und das ist halt einfach dieser Maßstab des Kapitalismus, materielle Güter als nur als Reichtum zu definieren und nicht andere Sachen wie zum Beispiel Bildung oder Freizeit, Liebe, keine Ahnung, was all diese ganzen anderen Güter, die uns Menschen eigentlich wichtig sind, die halt dann halt einfach, die könnten ja eigentlich schon gepflegt werden. Die Arbeitslosen könnten eigentlich haben das Potenzial, die Gesellschaft zu verändern, weil sie sind ja befreit von Arbeit. Aber einfach durch diese psychologische Zurichtung, die ich mal jetzt als Calvinismus bezeichne, diese ganz harte so, ist das halt nicht möglich, sondern es wird halt einfach eine Armee von depressiven Menschen halt hergestellt. Und das hat dann halt auch wieder sozial auf die Gesellschaft ja dann auch wieder Auswirkungen. Trinken ganz viele Alkohol, zerstören ihre sozialen Beziehungen, keine Ahnung was und so weiter und so fort halt. Und das wollte ich halt so dazu sagen, dass eigentlich diese Maschinisierung eigentlich eine ganz große Chance ist. Und ich bin ja auch, weil ich mir jetzt auch die ausgedacht habe, ich auch schon bei anderen, ich bin öfter so Thesen gehört, auch mal zusammen im Zusammenhang mit der Bürgergelddiskussion kam das öfter mal auf, dass so eine grundsätzliche andere philosophische Sichtweise auf Arbeit und Arbeitslosigkeit halt her muss. Gerade in den jetzigen Zeiten, wo der Kapitalismus eigentlich das bedingt hat. Gebe ich dir der uneingeschränkt recht. Auch das sagt ja auch so ein bisschen wieder, wie stark so Ideen ja auch sein können. Also die werden zwar immer wieder auch neu produziert, die müssen den Leuten erstmal noch irgendwie in den Kopf gesetzt werden, aber so, wenn man sich nichts anderes vorstellen kann, kann man sich auch nicht dafür einsetzen. Ich glaube, du warst zuerst und du hast Votus. Ich wollte auf jeden Fall dazu was sagen, also ist nicht lang überlegt, aber wenn man halt also wieder irgendwie diese materialistische Sichtweise irgendwie stark macht, würde ich halt sagen, wenn du halt irgendwie teilweise nicht mehr das Geld hast irgendwie für einen Bus in die nächste Stadt oder so weiter, dann ist es halt auch ein bisschen teilweise, finde ich, zynisch zu sagen irgendwie, ja, man soll das als Chance sehen, man kann jetzt irgendwie Urlaub machen und mit den Freunden was Schönes machen und Freizeit haben, so, wenn halt irgendwie alles als in der Welt irgendwie als Ware eigentlich gibt, das ist gar nicht den Zugang in dem Sinne zu allen Freizeit. Ja, Waren, aber die Gebrauchswerte, die dahinter stehen, und zu denen hast du ja gegebenenfalls keinen Zugang. Du kannst halt eben nicht die Welt bereisen, wenn du kein Geld dazu hast. So. Ja. Naja, aber nicht. Man kann jetzt drüber streiten, ob Trampen eine Alternative für alle Leute ist oder nicht. Es gibt irgendwie eine Form von der Armutsverwaltung halt irgendwie anders die Sachen hinzubekommen, aber es ist doch schon deutlich, dass man nicht die gleichen Möglichkeiten hat, wie wenn man jetzt irgendwie viel Geld hat. So. Wir sind jetzt in einer Wechselwirkung, weil natürlich wir denken nicht an Kaufhausklau als Form der Umverteilung. Wir denken nicht daran, dass das irgendwie Zehntausende von Leuten die Supermärkte leer räumen könnten und dann hast du genug Essen, um zu reisen und zu trampen oder hast genug Knete, um irgendwie dann nach Spanien zu gehen. Daran denkt man nicht. Das ist so ein Mittelding. Also wie dann halt auch ein Ideal dann auch wieder eine materielle Realität wieder schafft und umgekehrt. Das ist eine Wechselwirkung. Und ich denke, da gibt es auch keinen richtig und keinen falsch. Also ich hatte den Gedanken auch, als sie gesagt hatte, ja, du kannst reisen. Gut, okay, du kannst kommst jetzt nicht unbedingt nach Thailand ohne Geld. Aber du brauchst verdammt viel Zeit. Und dann musst du aber ein paar Länder passieren, die vielleicht nicht so im Wohlstand sind wie du und plötzlich kannst du auch nicht mehr aus dem Wohlstand zehren. Also es ist schwierig, es gibt Argumente für beide Thesen und ich glaube, keine von beiden ist komplett falsch oder richtig. Bei mir ist aber auch so ein bisschen so, dass es, also keine Ahnung, ich finde es ein bisschen schwierig, so, wenn ich keine Kohle habe, kann ich meine Miete nicht zahlen, die ich aus der Wohnung raus, bin ich erstmal auf der Straße so und dann zu sagen, ja, kannst ja irgendwie alles machen, bist ja frei. Andererseits will ich dann irgendwie
AG2-Band tragen, Arzt, keine Ahnung, und bin da einem krassen Repressionsapparat unterstellt und komme da, also, das ist, dieses Denken muss man erstmal haben, irgendwie so sagen, ja, ich kann ja alles machen, jetzt bin ja frei, ich habe jetzt halt so, man ist ja da reingeboren in dieses Arbeitskonstrukt. Ja, genau, man muss man ja irgendwie aussprechen. Also ja, aber das direkt als so eine Voraussetzung zu sehen, finde ich schwierig so. Also Leute, weiß ich nicht. Ich finde also das sehr. Wir haben ja gesagt, dass, man kann ja nicht sagen, ob das deine Bewusstsein formt oder umgekehrt, aber du kann, ich denke mal, dass du, wenn du in die Arbeitslosigkeit, du kannst es als eine Phase sehen, das ist nicht Endstation. Das ist wirklich eine innere Einstellung, ob man sagt, okay, jetzt mache ich eine Weiterbildung, ich lerne was Neues. Naja, oder auch nicht. Also ich weiß nicht, immer die Medien haben. Dann kriegt man halt wieder eine Arbeit. Also ich habe es selbst erlebt und ich kann das wirklich aus der Praxis sagen. Ich war jetzt ein halbes Jahr arbeitslos und ich habe mich mehr um meine Kinder gekümmert. Ich bin mit denen verreist und so weiter. Also ich habe und ich habe es halt als Chance gesehen und ich habe halt keine Party geschoben und habe jetzt halt wieder einen Job. Also wie hast du Reisen bezahlt in deinem Leben? Irgendwie Freunde besucht. Wo ich ja, weiß halt auch nicht hier. Ich finde es schwierig. Aber es gibt Jobs noch nicht mal gleich. Ja, aber. Ich weiß nicht, man kann auch kreativ sein. Ja, man kann immer. Also. So ganz falsch sehe ich das auch nicht. Was du bist gerade so ein bisschen eine gegen alle, aber. Es ist schwierig, weil das ist gerade eine Diskussion, die. Über die Leute schon seit Jahrhunderten debattieren und. Weiß nicht, ob wir die heute Abend lösen können, aber es ist auf jeden Fall super komplex und schwierig und ich glaube, viele Elemente sicherlich könnte man, wenn wir nicht so durch diese aktuelle Gesellschaft geprägt wären, wahrscheinlich viel mehr erreichen, muss viel mehr rauskommen, aber wir sind ja alle unheimlich stark geprägt und selbst wenn wir uns in solchen Aspekten befreien können, können wir es in vielen, also gedanklich können wir es in vielen anderen immer noch nicht. Und wir wissen auch heute nicht, was für Ideale wir in 100 Jahren vielleicht haben werden und wie wir unsere Aussagen heute als völlig naiv oder rassistisch oder sonst was brandmarken werden, Sachen, die wir heute ganz selbstverständlich sehen. Und so ähnlich ist es halt auch ein bisschen mit unseren Freizeit- und Reisevorstellungen. Hier kommt auch, was wir immer so ein bisschen außen vor lassen, der Gesundheitsgedanke. Es ist kein Zufall, dass wir in linken Kreisen in Deutschland meistens relativ jung sind und noch relativ viele Möglichkeiten haben und in der Lage sind, auch körperlich zu improvisieren. Es ist relativ schwierig, im Rollstuhl zu trampen, beispielsweise. So, daran denken wir nicht. Es ist ja auch schon verdammt schwierig, im Rollstuhl zu fliegen. Oder Bus zu fahren, also die vorgefertigten Wege zu tun, aber irgendwie im Rolli durch irgendein Land, das nicht barrierefrei ist oder so zu gehen. Am besten noch mit einem E-Rolli. So, oder als Senior, so wird schwierig. Also was mich ankotzt, sind einfach diese Armutszirkus, wenn dann so kritische Journalisten die Unterschicht entdecken und dann halt wieder mal die Story halt auf ARD oder ZDF abends bringen und dann diese Stereotypen von Arbeitslosen, die sie uns dann die ganze Zeit vor die Nase halten. So, ne? Und ich habe das Gefühl, dass diese fatalistische, dunkle Sicht, ja, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen, bla bla bla, dann habe ich ja auch nichts vom Leben und ich kann mir das Handy nicht kaufen und ich kann nicht verreisen und heulen und das kotzt mich einfach tierisch an. Also wir leben in einem sehr privilegierten Land, wir haben halt soziale Systeme, die uns halt das grundsätzliche Leben ermöglichen. Ja, es ist nervig, arm zu sein. Ich sage nicht, dass ich jeden Tag ein Fest feiere, arm zu sein. Aber es gibt dennoch, man muss einfach die Augen öffnen, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten, als der Kapitalismus uns anbietet. Und ich finde es wichtig, aus diesem Stereotyp, was ein Arbeitsloser ist, wie er aussieht und was für Depressionen er hat oder Süchte, finde ich das total wichtig, sich daraus zu befreien. So und ja. Es ist aber auch ein bisschen die Situation, das Privileg Berlin, wo man eine relativ große arme Kultur hat, wo es relativ akzeptiert ist, arm zu sein, wo es die meisten einfach sind, wo du sehr günstig an Essen kommst, wo du selbst mit einer Hartz-IV-Ersatz ab und zu mal abends weggehen und was trinken kannst, weil es wenig kostet, wo ein Döner 2 Euro kostet, das du in fast allen anderen Städten in Europa so nicht hast.
Es gibt jetzt hier relativ viele Kämpfe, weil sich das im Bereich der Mieten langsam ändert, wo es vor ein paar Jahren auch fast noch gemessen am restlichen Europa Schlaraffenland war. Und man hat halt ein soziales Umfeld, wo es völlig normal ist zu sagen, ich habe nur ein paar hundert Euro, was sicherlich in Stuttgart oder in München anders aussieht. Ja, deswegen haben wir die Chance nutzen, die man hat, dass wir hier in Berlin sind. Also halt einfach mit. Ja. So, also, können halt prinzipiell nur ein paar. Ich finde also die Idee, wenn man individuell die Chance nutzt und so, das ist auch nett und schön und das soll man auch machen. Aber wenn man das Ganze irgendwie auf eine politische Ebene heben will, kann es ja keine Option sein, dass man diesen Weg vorgeht und sagt, individuell bereist man jetzt die Welt. Also ich bin jetzt, vorher wurde der organisierte Kaufhausklau vorgeschlagen. Ob man den so machen will, ist jetzt eine andere Frage, aber die Sache daran ist, es ist ein kollektiver Akt, ein Wiederaneignungsakt. Das andere halt eine Nischensuche, eine individuelle ist. Und wenn man auf was abziehen sollte, finde ich dann eine politische Forderung, die sagt, dieses alles in die ganzen Waren, die einem vorenthalten werden, ja, die gehören uns. Die müssen wir uns nehmen und nicht, naja, es geht ja auch ohne die Waren, weil es gibt iPhones, hey, ich will eins. Warum nicht? Also das ist ja auch kein falsches Bedürfnis. Das ist ja nicht irgendwie eine Macht von außen, die mir das eingibt. Also das ist ja irgendwie ein sich selbst auch, aber das ist, also ich finde, das ist immer so ein bisschen, da konstruiert man den guten Menschen und dann kommen so böse Einflüsse von außen. Das ist halt, also, und auch Marx schreibt ja von der sich selbst steigenden Bedürfnispyramide, oder wie er es nennt. Von den sich selbst steigenden. Also, es ist ja halt, es gibt neues technisches Ding, das macht das Leben einfacher, ist so geil, das sollen doch alle haben. Also, es geht doch nicht darum, irgendwie die Armut zu verwalten, sondern Reichtum für alle. Es sind ja auch tendenziell da, sind halt nur nicht für alle zugänglich. Ja, genau, aber deswegen muss man ja auf etwas abheben, was sagt, ja, wir wollen das alle, es soll für alle da sein. Und nicht irgendwie, so gut ich so individuelle Reisen finde und so, das ist ja schön und gut, aber ist halt kein politischer Kampf. Ich habe jetzt keinen Überblick über die Reihenfolge und will es auch gern so ein bisschen von mir so koordinierenden Faktor so ein bisschen wegkriegen, weil ich glaube, das kriegt ja auch ganz gut selbst hin. Ich würde sagen, einfach nur, dass beide Wege sehr wichtig sind, dass es auf jeden Fall mit dem Individuum einfach sehr wichtig ist, seine Lebensgrundlage sich zu sichern und sei jetzt mal von Legalität oder marktwirtschaftlichen Grundaspekten abgesehen. Da hat ja jeder das Bedürfnis, von daher ist der Anliebscher im Einzelnen so klug wie das kollektivier zu machen. Es ist natürlich auch gut, die Güter, die man dann halt vielleicht sich zurück aneignet, dann vielleicht auch zu kollektivieren oder halt zumindest einen Austausch zu schaffen. Und der kann sowohl organisiert stattfinden als auch im individuell. Und ich finde beides sehr wichtig, auch wenn halt vielleicht ein Individuum das Privileg hat zu reisen, dass dann vielleicht auch andere Leute von dieser Reise dann profitieren. Je nachdem, wie kritisch dann halt der Blick ist auf der Reise, bevor man dann wertet. Das ist ja nicht grundlegend falsch. Wenn Privilegien ausgenutzt werden, dann kann man das auch mit einem kritischen Blick dann versuchen und da halt auch einen politischen Anspruch an mehr Leute als nur das Individuum dann zu verwerten. Also beide Wege finde ich sehr gut. Ich weiß nicht, hier gab es Meldungen, du klärst unter euch, wer redet. Also gut, also danke erstmal. Und ich finde es halt irgendwie, also ich fand es halt klar, also man hat sich gerade irgendwie auch diesen Vorschlag von mir reisen so gerade fixiert, aber ich habe ja auch erwähnt, man könnte Arbeitslosigkeit nutzen, um eine kritische Masse darzustellen und dieses System abzuschaffen. Also das habe ich ja auch erwähnt. Ich habe ja einfach eine ganze Bandbreite, die Arbeitslosigkeit anbietet, halt einfach aufgelegt. Ich kann auch eine Bombe basteln und die versuchen irgendwie. Kannst du das bitte ausschalten? Weißt du, aber dafür kann ich meine Arbeitslosigkeit auch nutzen. Verstehst du? Also es war jetzt nicht dieses... Und ich habe halt einfach... ich war in der Türkei, das ist mein Heimatland. Und das ist auch sicherlich kein Privileg, dass ich dann mal in die Türkei fahre. Also weißt du, also man muss einfach diese scheißkapitalistische Brille mal abnehmen. Und ich finde, wir Linken sollten auch gerade uns muss ganz stark mit Materialismus auseinandersetzen, weil ich finde, wir sind schon alle sehr materialistisch geprägt. Also es gibt halt auch andere Güter, menschliche Güter, die sehr wertvoll sind und und die sind halt alle kostenlos. Wenn ich mich vielleicht kurz hier einschalten darf,
Also ich denke auch, dass das die meisten Thesen, die hier geäußert wurden, einander nicht unbedingt widersprechen und das vielleicht sowas war, was viele Leute so ein bisschen wachgekitzelt hat, war dieses nur Idee und nur Kopf und aber ich glaube, sonst würden die sich gar nicht so widersprechen und einander auch ganz gut ergänzen. Was mir aber trotzdem auffällt, wir verwenden ja heute auch zwei unterschiedliche Definitionen von Materialismus. Also das, so wie es hier in dem Vortrag ging, als Gegenzug zum Idealismus, ist was anderes als der Materialismus im Sinne von, ich will ganz viel Reichtum und Geld. Genauso ist es halt, wobei das näher an die Realität kommt und verwenden wir ja auch einen Idealismuskritiker als manchmal alle Leute, die irgendwie links sind und ein Ideal haben, wobei das ein bisschen näher dran kommt, weil der Utopie durchaus was Idealistisches hat. Aber trotzdem sind die meisten Marxisten oder bestehen darauf, dass sie keine Idealisten und keine Utopisten sind. Und deshalb ist immer schwer zu sehen, also ich glaube hier in diesen Kreisen stimmt es vielleicht, dass wir im Sinne von der Kapitalismuskritik vielleicht durchaus recht materialistisch sind, aber wir haben ja alle eine Utopie hier, vermutlich fast alle oder alle im Kopf und wollen uns für eine andere Gesellschaft stark machen, haben da auch ein sehr starkes idealistisches Element. Ich wollte sagen, dass ich eigentlich fast eher finde, dass ich zumindest diese Ideologie von wegen, du musst irgendwie selber nach deinem Glück suchen, bist irgendwie selber für dich verantwortlich, musst auch irgendwie an dir arbeiten, häufig noch mit dem Zusatz, wenn du es halt nicht schaffst, bist du irgendwie selber schuld, halt sich eher am Durchsetzen ist und halt auch eigentlich relativ perfekt irgendwie zum Neoliberalismus irgendwie flexibel, du musst halt selber schauen, wie du irgendwie klarkommst und nicht mehr irgendwie im Kollektiv oder so, eher am Durchsetzen ist und was ich halt in dem Punkt halt auch mit den immateriellen Gütern und zweites noch irgendwie relativ krass finde, ist, dass es dann teilweise auch halt immer häufiger so das geredet wird über Überflussgesellschaften, wir brauchen ja nicht so viel und so weiter und das zwar teilweise auch stimmt, natürlich ist irgendwie die materiellen Güter sind nicht alles so, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, aber das halt auch als Ideologie benutzt wird, um quasi sozusagen, dass du dich mit den Verhältnissen abfindest, weil gesagt wird sonst im Motto, ja, okay, du kannst dir vielleicht das Auto oder den All-Inclusive-Urlaub oder was weiß ich nicht mehr leisten, aber das ist schon ganz richtig so, weil eigentlich brauchst du eh nur die immateriellen Güter und das ist ja auch umweltschädlich und das ist ja auch eigentlich ganz, ganz richtig, du brauchst ja auch gar nicht so viel und eigentlich musst du dich nur auf eine andere Lebensweise einstellen. Also das wird halt, obwohl es an sich richtig ist, dass es nicht alles wird, halt irgendwie auch genutzt, um damit du halt nicht mehr quasi dich mit den Verhältnissen abfindest und vielleicht auch nicht mehr dich auflehnst. Das ist ein bisschen meine These. Ihr hörtet den Mitschnitt der Veranstaltung Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit Teil 2. Die Thesen von Karl Marx und Friedrich Engels auf dem Prüfstand. Organisiert von der anarchistischen Gruppe Neukölln und der anarcho-syndikalistischen Jugend Berlin im Juli 2015. Der Blog des Referenten heißt ohnearbeit.blogsport.de.